Ja, hallo liebe Seher von CryptoTV, hallo armseliges Österreich. Nachdem der Roman sich inzwischen erholt hat von einer fulminanten Nacht im Rockhaus, das Video werden wir natürlich verlinken, stehen wir heute am Dienstag, den 30., wenn es mich nicht ganz täuscht, Jänner 2024, also in einem noch relativ jungen Superwahljahr, jetzt hier, wie das Hinweisschild in schönem Pink erklärt, in der Ernst-Mach-Straße in Salzburg, Samtnigl, wie auch immer. Und bei St. Severin handelt es sich um eine Kirche, um ein Pfarrzentrum. Und da soll heute laut einem kleinen Insider, den man mir bei der Arbeit mitgeteilt hat, eine Kundgebung stattfinden, weil hier in dieser ruhigen, beschaulichen Siedlung hinter mir in unmittelbarer Nähe ein Flüchtlingsquartier eröffnet werden soll in Bälde für aktuell 200, ein Bus, pünktlich oder zu spät, die Neos werden es rausfinden. Auch dazu gibt es ein Video, der Roman wird es eventuell verlinken. Jedenfalls für aktuell mal 200 Personen ausländischer Herkunft, die da auf die Abwicklung ihres Asylstatus und dergleichen warten dürfen oder müssen, wie auch immer. Und da gibt's bürgerlichen Protest und deswegen gibt's hier heute eine kleine Veranstaltung, anscheinend im Pfarrzentrum von St. Severin. Und wir sind natürlich da vor Ort und werden da mal als unabhängige Journalisten ein bisschen schauen und beobachten, was es da zu sagen gibt. Unser Kollege von Mundus24 ist ebenfalls vor Ort. Der wird auch einen Bericht machen. Auch an dieser Stelle sei gesagt, man möge da vielleicht auch seinen Kanal einmal abonnieren oder unterstützen. Kleine, lokale und freie Medien braucht die Welt, auch Salzburg. Und ja, wie gesagt, wir werden da jetzt ein paar Meter ganz entspannt durch diese friedliche, stille Siedlung gehen, wo das einzige bisherige Problem darin bestand, dass der Schnee wahrscheinlich diesen etwas gealterten Holzzaun zusammendruckt hat. Und ja, zum Thema Narrativ Klimawandel und Schnee und so, sage ich nichts. Vielleicht war es auch der Schnee vom Vorjahr und nicht der von dem Jahr. Sei es wie sei, wir setzen uns da jetzt einfach einmal in Bewegung. Und ich erkläre gleich, dass der Roman, wie gesagt, heute einmal mehr an der Kamera ist. Grüß euch. Und wie man hört. Und dass wir da keine politische Partei angehören und keine vorgefasste Meinung haben, sollte eigentlich den Sehern von CryptoTV ganz generell klar sein. Wir haben ja schon beim Video mit dem Herrn Kogler, oder ich habe im Video vom Herrn Kogler, das wir da eins gemacht haben, ganz klargestellt, ich gehöre keiner politischen Fraktion, keiner Partei an. Ich bin Rock'n'Roller und ich bin heute mehr oder weniger mit dem Roman mal als Beobachter da. Wir werden im Anschluss dann auch noch schauen, ob wir vielleicht bei dem besagten Heim-Server einen Menschen finden, der uns vielleicht ein Interview gibt. Und ja, man wird dann sehen, was weiter passiert. So, da haben wir jetzt ein unglaublich buntes Kreuz vor uns stehen und einen quaderförmigen Turm mit einem weiteren Kreuz. Daraus schließe ich, wir haben unser Ziel erreicht. Da lassen wir uns jetzt nicht zusammenfahren. Ist doch nicht so friedlich, es fahren immer noch Autos, böse Welt. So, dann machen wir da einen kurzen Schwenk ins Dunkle. Da ist nämlich, wie erwähnt, unser Kollege von Mundus24. Wie gesagt, der rüstet auch mit der Kamera auf. Hallihallo. Gebt dem Mann ein Abo, unterstützt freien Journalismus, lokalen Journalismus in Österreich. Und ich hätte gesagt, nachdem wir da weit zu früh sind, weil man ja nie weiß, ob man eventuell nicht im Vorfeld schon was versammelt, hätte ich gesagt, steigt der Roman jetzt einmal aus und wieder ein, wenn es dann was Spannendes gibt. Weil so unglaublich schön finde ich die Kirche jetzt rein architektonisch nicht. Zumal, ja, weiß ich nicht, ist das daneben das Pfarrhaus oder der Pfarrsaal? So, warte, jetzt kriege ich hier einen Anruf. In der Zwischenzeit schließe ich mich der Meinung von Elvis an, ich gehöre auch keiner politischen Partei an, ist es da heute, weil man halt einfach denken, dass
egal, sobald es um Mandate geht, so sind jetzt ganz nach dem, was man sich vorher ausgemacht hat, dann politisiert. Also da hätten wir jetzt den aktuellen Pfarrer aktuell. Ja. Da steht jetzt am 30. nur Frauentreff-Vortrag. Ja. Von dem heutigen Programm steht nichts. Wir haben inzwischen festgestellt, neben Mundus und uns ist dem Mikrofon noch zu schließen, auch der ORF hier. Ja, scheint also tatsächlich fulminant wichtig behandelt zu werden. Wir schauen jetzt einmal, ob wir da in diesem Pfarrgebäude ein Sekretariat finden. Grüß Gott, gehören Sie zum Haus? Ja. Wo finden wir den Herrn, der quasi für diese Vergabe des Salz verantwortlich zeigt? Wort? Kann man die Frage einfacher stellen? Ja, hier findet heute eine unbedingt ganz christliche Veranstaltung statt. Nein, eine Informationsveranstaltung, genau. Eine politische Gegebenheit. Ja. Genau, und wer hat bezahlt, wen könnte man den Herrn oder die Dame für ein Interview haben? Ich habe den Saal hergegeben und nein, man kann mich nicht verändern. Das ist sehr schade. Ja, finde ich auch. Gut, dann trotzdem danke. Ja, genau. In den Saal kann man aber schon. Ja, sicher. Gut, dann quartieren wir uns da mal ein. So, jetzt sind wir im Saal gesessen, inzwischen ist es kurz vor 18 Uhr. Dann kam der Aufruf von einer der anwesenden Damen hier im Saal, dass eine unglaublich große Menge scheinbar draußen steht, weil sie aus polizeitechnischen, sprich sicherheitstechnischen Gründen nicht in den Saal gelassen werden. Das Spannende ist, das Redeprogramm findet scheinbar trotzdem drinnen statt. Das heißt, die draußen stehen fürs Draußenstehen. Wir sind jetzt einmal drinnen und waren hier der Dinge, nachdem ich mich jetzt schon wieder angezogen habe, fürs Rausgehen. Irgendwie ist das alles mal wieder klassisch österreichisch organisiert. Ja. Aber ja, so ist es halt. Der Roman steigt dann wieder ein, wenn man sich entschieden hat, ob man eine Indoor, eine Outdoor oder irgendeine Zwischenlösung macht. Und ja, ich sitze mir jetzt wieder auf meine 5 Buchstaben und freue mich, in einem Land zu leben, wo man einfach Dinge so gut organisiert. Genau, sehr gut, sehr gut. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, zumindest die allermeisten von Ihnen können mich bzw. uns hören. Ich darf als allererstes gleich Ihnen mitteilen, wir schauen, dass wir, sobald es irgendwie geht, einen zweiten Informationsabend für den Stadtteil organisieren. Eingeladen war für heute die Stadtteile Nigl-Sam, meiner Information nach. Die Information ist weitergetragen worden in andere Stadtteile und deshalb dürften um einiges mehr Menschen... Das Land hat die betroffenen Stadtteile eingeladen. Es hat eine weitere Organisation die Einladungen darüber hinausgetragen. Und damit sprengen wir auch besucherzahlenmäßig den Rahmen. Das ist, deswegen schauen wir auch, dass wir in möglichst kurzer Zeit eine Location finden, wo auch deutlich mehr Menschen Platz haben, damit wir einen zweiten Informationsabend veranstalten können. Ich möchte trotzdem mit dem Informationsabend beginnen. Wir schauen, dass wir es strukturiert durchbringen, dass sich nicht alle sehr schnell und gleich die Füße in den Bauch stehen müssen. Wir schauen, dass wir alle Fragen, soweit es irgendwie geht, beantworten können. Das ist auch der Sinn der Veranstaltung. Verzeihung, ich wollte am Anfang die wichtigste Information, dass es einen weiteren Termin gibt, noch unter die Leute bringen. Mein Name ist Martin Wautischer, ich bin vom Landesmedienzentrum und führe durch die Veranstaltung heute. Ich bin der rote Faden sozusagen. Ich darf Ihnen kurz erklären, wie wir das Ganze strukturieren, damit es nicht zu ewig dauert, weil doch auch sehr viele stehen müssen.
Ich habe es verstanden, es ist mittlerweile angekommen. Wir beginnen mit unseren Experten, die hier an Ort und Stelle sind. Ein voran der Anton Holzer, das ist der Sonderbeauftragte des Landes für Asylwesen. Viele von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich noch als Landesrettungskommandant. Seine Expertise, er kann alle Fragen zu internationalen Fluchtströmen, zur aktuellen Situation, zu den Herkunftsländern und so weiter im Detail erklären. Ist ein Experte auf diesem Gebiet. Bei uns ist auch Gerhard Feichtner vom Land Salzburg aus der Abteilung Soziales. Er ist für die Suche, Prüfung und dann quasi die Umsetzung des Quartiers verantwortlich. Er weiß dann, wie soll das innen aussehen, dass es adäquat hergerichtet wird für die Menschen, die dann dort untergebracht werden. Bei uns sind dann auch die Sabine Tischler und Herbert Wieser vom Roten Kreuz in Salzburg. Sie sind für das Rote Kreuz ist für die Betreuung der Menschen in der Unterkunft verantwortlich. Die Dame und der Herr wissen alles zur Organisation der Abläufe dann vor Ort, zur Sicherstellung eines geordneten Betriebes, des Einhaltens der Hausordnung und so weiter. Ich darf auch vorwegschicken, es wird dann auch in der Unterkunft in Same einen Ansprechpartner vor Ort auch für die Anrainer geben im Vorgebäude. Vom Stadtpolizeikommando ist Oberst Andreas Huber, der stellvertretende Stadtpolizeikommandant bei uns. Er wird alle Sicherheitsfragen beantworten können rund um das neue Quartier. Und bei uns ist auch, um aus seinen Erfahrungen berichten zu können, der Pfarrer Alois Dürlinger aus der Pfarre Herrenau. Er hat dort in den letzten Jahren mit der Unterkunft im Flussbauhof einige Erfahrungen sammeln können. Von der Art und Weise, wie es angelegt ist, ist diese Unterkunft, die in Sam geplant ist, sehr ähnlich. Bei uns ist auch der Landesrat Josef Schweiger, der in der Landesregierung verantwortlich ist für das Ganze, für das Asylwesen. Wir fangen an. Es wird jetzt jeweils der Experte, die Experten aus ihren Bereichen kurz ein Statement abgeben und danach gehen wir dann nach Themenblöcken geordnet die Fragen durch. Wir fangen an mit dem Anton Holzer, mit dem Gerhard Feichtner, mit der Sabine Tischler vom Roten Kreuz, mit dem Herrn Stadtpolizeikommandanten Stellvertreter. Wir gehen das nach Themenblöcken durch, dass wir möglichst viele Fragen möglichst sauber beantworten können. Dann darf ich jetzt bitten, Anton Holzer, dass du gleich beginnst, dass wir keine Zeit verlieren. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, geht's besser so? Moment, der Herr Pfarrer muss durchkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, besser jetzt, wenn man die Bilder von Steyr-Eck sieht, mit den brennenden Mülltonnen, dann verstehe ich Ihre Sorgen und ich verstehe auch Ihre Bedenken. Wenn man die Bilder von Bergheim sieht, vor allem dann, wenn das Quartier überfüllt ist, verstehe ich Ihre Ängste. Das mit Bergheim passiert immer dann, wenn wir als Land Salzburg nicht in der Lage sind, Asylwerber zu übernehmen und dann läuft das Quartier über. Wie wichtig das Thema ist, das zeigt auch, dass heute der Landesrat Dr. Josef Schweiger gekommen ist. Von der Stadt habe ich auch die Frau Magister Inge Haller gesehen. Herzlich willkommen. Wir bedauern diese Umstände, die Sie heute haben und versuchen das zügig durchzuziehen. Ich darf Sie nur um eines bitten. Wir sind gekommen, um Ihre Fragen zu beantworten. Die Damen und Herren, die hier stehen, machen einfach ihre Arbeit. Und ich bitte deshalb, die Diskussion fair zu führen. Ich glaube, wichtig ist, und das sollten Sie auch wissen, Österreich
hat mit der Unterzeichnung der Genfer Konventionen sich verpflichtet, Menschen, die vor Kriegen fliehen, Menschen, die politisch vertrieben sind, die aufgrund ihrer Religion verfolgt werden, zu schützen. Sie werden natürlich jetzt alle sagen, das stimmt so nicht. Und sie haben zum Teil recht. Es kommen viele Menschen nach Österreich, die nicht aus diesen Motiven fliehen. Und das ist auch der Grund, dass in Österreich mittlerweile 4 von 5 Asylanträgen negativ erledigt werden. Das heißt, sehr geehrte Damen und Herren, das sind die Fakten des Innenministeriums, das ist auch der aktuelle Bericht des Innenministeriums, das ist auch der Grund, dass die Anzahl der Asylanträge im letzten Jahr um 48% gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Ich habe Sie um eine faire Diskussion gebeten. Das sind die Zahlen, die können Sie offiziell von der Seite des Ministeriums herunterladen. Darum braucht man als Flüchtling sein, gell? Der weitere Grund ist, dass sich die Fluchtroute im Moment verändert hat durch die Kontrollen. Wenn Sie mir zuhören, ich werde Ihnen das erklären. Bisher sind die Menschen über Serbien geflüchtet. Serbien hat die Grenzen geschlossen mit Unterstützung von Österreich. Da sind Beamte des Innenministeriums vor Ort, um die Schlepper zu bekämpfen. Und deshalb verlagert sich die Fluchtroute jetzt an die sogenannte Küstenregion. Das heißt, die Menschen, die kommen, gehen über Kroatien, Slowenien, Italien, aber dann nicht mehr nach Österreich, sondern in die Schweiz, nach Frankreich und nach Italien. Sie können natürlich jetzt weiterhin alles in Frage stellen. Und dann ist besser, wenn wir die Veranstaltung beenden. Wenn Sie keine Informationen haben wollen, dann können wir auch die Veranstaltung beenden. Das ist relativ einfach. Sprech es einfach mal weiter. Ja, machen wir weiter. Ja, bitte. Außerdem, und Sie werden das jetzt auch wieder in Frage stellen, hat es im letzten Jahr über 12.000 Auseinanderbringungen gegeben und der meiste Teil, nämlich 60% der Asylwerber, die gekommen sind, sind freiwillig wieder ausgereist. Trotzdem sind in Österreich noch rund 77.000 Asylwerber und nach einer Vereinbarung, die die Länder mit dem Bund haben, muss jedes Bundesland einen gewissen Teil aufnehmen. Salzburg erfüllt diese Quote nur zu 62%. Und deshalb müssen wir Quartiere bauen. Wenn wir das nicht tun, dann wird der Bund von seinem Durchgriffsrecht Gebrauch machen und dann haben sie das, was sie befürchten, ein zweites Bergheim. Dann hat das Land nicht mehr die Hand darauf. Also lassen Sie mich fortführen. Derzeit ist es so, dass der Zustrom aus Syrien und Afghanistan hoch ist, aber nach Österreich kommen derzeit überwiegend Familien. Wenn Sie die Zahlen des Landes ansehen, dann werden Sie sehen, dass in den Asylquartieren des Landes, rund 48% Frauen
und 52% länger sind. Wir haben in Salzburg derzeit 2.900 Menschen, die in der Grundversorgung des Landes als Asylwerber sind oder Vertriebene aus der Ukraine. Rund 1.400 sind Menschen aus der Ukraine. Ein Drittel dieser 2.900 Menschen sind Kinder und Jugendliche. Das sind die Fakten. Ja, lasst uns jetzt einmal ausreden, dann wird es sich hören. Nein, die gibt es nicht zum Ausreden. Die Fragen können wir gerne anschließend bearbeiten. Ja, aber die Bahnhofsklatschen sind ein Bahnhofsklatschen. Ja, ja, was? Ich war vorher in Bergheim und das hat genauso angefangen und dann sind sie... Lass mal trotzdem erstmal die Herren ausreden. Darf ich nur, wie ich es am Anfang schon kurz gesagt habe, wir machen das so, jeder aus jedem Teilbereich wird jetzt kurz aus seinem Bereich die wichtigsten Eckdaten erklären und im Anschluss machen wir die Fragerunde, weil sonst kommen wir zu keinem Ende. Ich sage dann jeweils zu den Personen dazu, wir machen das bitte in der Fragerunde, sonst kommen wir zu keinem Ende. Jetzt wird jeder Einzelne kurz seinen Bereich erklären. Im Anschluss gibt es die Fragerunde, wo jeder Einzelne für die Fragen zur Verfügung steht. Bitte die Fragereien aufhalten. Ich sage zu jeder Person dazu, für was er Experte ist auf seinem Gebiet und zuständig ist, und da können Sie entsprechende Fragen stellen. Bitte um ein bisschen Geduld. So, und Sie werden sich jetzt fragen, was ist der Unterschied zu Steyr-Eck, was ist der Unterschied zu Bergheim? Der Unterschied in den Quartieren des Landes, und wir haben im Bundesland Salzburg mehrere Großquartiere, sind Menschen, die bereits zum Asylverfahren zugelassen sind und die eine hohe Chance haben, dass sie in Österreich Asyl bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, in diesem neuen Quartier werden keine unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge betreut, so wie das in Steyr-Eck ist. Nach derzeitigem Stand werden Familien kommen. In diesem neuen Quartier ist eine Überbelegung, wie es in Bergheim passiert, bautechnisch nicht möglich. Es sind maximal 196 Plätze. In Bergheim ist die Situation anders. Das ist ein wesentlich größeres Gebäude, wo mehr Plätze sind. Das ist in diesem Gebäude, dem ehemaligen Vorgebäude, nicht möglich. Und der vierte Punkt ist, wir haben mit dem Roten Kreuz einen Betreiber, der sehr viel Erfahrung hat, der bereits Quartiere in Seekirchen, in Damsweg, in Wals und in Seekirchen betreibt. Das Kobenzl ist kein Quartier des Landes, das ist ein Bundesquartier. Danke, Anton Holzer. Ich würde Sie trotzdem bitten, nachdem relativ viele Leute da sind, dass man ein bisschen Rücksicht darauf nimmt, dass alle etwas mitbekommen und alle auch zuhören können. Ich würde jetzt gerne Gerhard Feichtner bitten vom Land Salzburg aus der Abteilung Soziales. Er kann kurz ausführen, wie das Ganze von innen aussehen wird, das Quartier. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, Sie verstehen mich im ganzen Raum gut. Ich darf ergänzend zu dem, was der Anton Holzer ausgeführt hat, einfach kurz zu den Rahmenbedingungen dieses Quartiers Ihnen berichten. Das Quartier wurde uns im Herbst 2022 vom Eigentümer angeboten, nachdem das Land dringend auf der Suche nach Quartieren war und ist, weil wir, wie gesagt, die Quote nicht erfüllen, wurde es auch besichtigt und es ist als Gebäude, ehemaliges Gewerbegebäude, nach einer dementsprechenden Adaptierung eben auch geeignet. Die Belegung wird mit maximal 196 Personen erfolgen. Das sind Belegungszahlen, die bei uns auch vertraglich festgelegt sind und eingehalten werden in den Landesquartieren.
das wird ihm das Rote Kreuz als erfahrener Quartierbetreiber, aber auch der Alois Dürlinger, der selbst in seinem Pfarrhof früher Quartiere untergebracht hat, bestätigen können. Von der Zielgruppe her sind es zum Asylverfahren zugelassene Personen oder auch ukrainische Kriegsvertriebene, die von der Polizei bereits registriert wurden. Das ist der Unterschied, den der Anton Holzer angesprochen hat, zu einem Erstaufnahmezentrum oder einem Verteilerquartier, wie es in Bergheim ist. Er hat auch schon gesagt, dass es kein Quartier für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist. Vom Umbau her wird es so adaptiert werden, dass es erstens ein Selbstversorgerquartier ist. Das heißt, die Personen, die dort untergebracht werden, kochen selbst, also keine Vollpension, wenn sie so wollen, kein Catering durchs Rote Kreuz, sondern wie die meisten unserer Quartiere ein Selbstversorgerquartier, weil wir der Meinung sind, dass das den Menschen auch Struktur gibt, Beschäftigung, oder wie der Landesrat Schweiger immer sagt, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen, wenn sie den ganzen Tag gar nichts da haben. Es wird direkt im Quartier Deutschkursangebote geben vom Land Salzburg, die bei uns im Bundesland auch verpflichtend sind. Die 24-Stunden-Betreuung an 7 Tagen durchs Rote Kreuz wurde ja bereits angesprochen. Zusätzlich wird doch noch die Caritas für dementsprechende Information, Beratung, Betreuung im Rahmen ihres Auftrags direkt vor Ort ein Büro haben. Die Frage, die immer gestellt wird, ist, wer wird kommen? Zu dem Thema kann ich Ihnen so beantworten. Würden wir es morgen eröffnen, dann weiß ich, dass wir es mit Familien belegen könnten vollständig. Sie mögen lachen, aber ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht und das ist nicht die erste derartige Versammlung, auf der ich bin, hier einfach die Fakten zu sagen, wie sie sind. Das voraussichtliche Eröffnungsdatum wird Ende September sein, abhängig aber von den Umbauten, da können auch noch ein paar Unwägbarkeiten auftauchen. Was zu dem Zeitpunkt sein wird, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Wir werden das Quartier auf jeden Fall so umbauen, dass es für Familien geeignet ist. Wir werden, weil wir das im Bundesland Salzburg bisher noch nicht haben, das Erdgeschoss über eine Rampe, wer das Gebäude kennt aus der Anrainerschaft, weiß das ja, aufschließen, damit wir dort auch Menschen mit Gehbeeinträchtigungen, Mobilitätseinschränkungen unterbringen können, weil es hier auch einen Bedarf gibt, vor allem auch im Bereich der ukrainischen Kriegsvertriebenen, wo wir auch einiges an älteren Personen haben. Von der Belegung her, wie gesagt, zum Verfahren zugelassene Personen oder registrierte ukrainische Kriegsvertriebene, diesen Bedarf haben wir auch. Wir wissen nicht, wie sich hier die Lage entwickelt. Wir haben Quartiere, die uns befristet zur Verfügung stehen, zum Beispiel ein Quartier in der Stadt Salzburg für 130 ukrainische Kriegsvertriebene, wo der Vertrag derzeit auf Ende September befristet ist. Auch hier müssen wir Vorsorge treffen. Was ist sonst noch wichtig? Von meiner Seite her, Betreuung vor Ort durchs Rote Kreuz habe ich angesprochen. Neben den Deutschkursen wird es Angebote zur Kinderbetreuung durch die Kinder, Spielangebote für die Kinder durch die Kinderfreunde geben. Aufsuchen in allen unseren größeren Quartieren. Es gibt ehrenamtliches Deutschtraining über das Sprachnetzwerk der Diakonie, über AWOS haben wir auch im Gesundheitsbereich hier Angebote und die Stadt Salzburg ist Gott sei Dank auch immer bereit, Menschen aus der Grundversorgung gemeinnützig zu beschäftigen. Das sind diejenigen, die sich dann am Robert-Dekir-Tag oder beim Christkindlmarkt in der Müllentsorgung sehen. Ja, das wäre von meiner Seite her mal das Wichtigste und würde ich weitergeben. Danke, Gerhard. Er wird, wie gesagt, nachher noch in der Fragerunde auch zur Verfügung stehen. Ich darf jetzt bitten, Sabine Tischler vom Roten Kreuz und Herbert Wieser vom Roten Kreuz uns kurz zu erzählen. Sie sind für die Betreuung der Menschen in der Unterkunft mit dem Roten Kreuz verantwortlich und wissen, wie die Abläufe vor Ort dann organisiert sind. Schönen guten Abend, mein Name ist Sabine Tischler, ich bin die Landesgeschäftsführerin des Roten Kreuzes.
2015 ist das Land an uns herangetreten und hat uns ersucht, Menschen auf der Flucht zu betreuen. Wir haben uns damals überlegt, wie wollen wir das machen, und es hat zwei Anliegen gegeben. Das eine war, dass wir die Menschen, die auf der Flucht sind, gut betreuen und auch integrieren. Das ist uns ein großes Anliegen. Aber auch, dass wir für die Bewohner und Anrainer rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Und so ist damals das 24-Stunden-Konzept entstanden. Das heißt, die Quartiere, die wir betreiben, da sind immer mindestens zwei unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort anwesend, als Ansprechpartner für Anrainer und Leute auch, die sich im Quartier als Freiwillige engagieren wollen, das bereichert sozusagen auch immer unsere Quartiere, und aber auch für die Bewohner. Das Quartier ist, wie schon gesagt worden, ein Selbstversorgerquartier, das heißt, es gibt vor Ort Küchen, wo die kochen, putzen, ihre Zimmer zusammenräumen, also alles das, was wir auch tun, und wir haben auch eine klare Tagesstruktur mit einer sehr strengen Hausordnung. Da würde ich jetzt wirklich dich, Herbert Wieser, weil du hast ja schon die Quartiere zum Teil selber geleitet, dass er uns noch einmal schildert, wie der Ablauf ist. Bevor das Quartier sozusagen dann eröffnet wird im September, gibt es die Möglichkeit, bei einem Tag der offenen Tür das Quartier zu besichtigen. Ja. Da werden sie auch die Mitarbeiter und unser Team vorstellen, dass man dann auch sieht, und es gibt natürlich auch eine Telefonnummer und ein E-Mail, an die man sich wenden kann. Wir als Rotes Kreuz betreiben inzwischen eine Vielzahl dieser Quartiere. Die Erfahrung zeigt, und wir sind da wirklich sehr, sehr bemüht, und die Erfahrungen sind gute. Das wird auch der Herr Pfarrer berichten. Wir haben kein Quartier des Roten Kreuzes. Wir sind wirklich rund um die Uhr da. Ich meine, das Rote Kreuz, auf das ist Verlass, das weiß man auch. Und das ist auch das, warum wir diese Quartiere auch immer machen, dass wir rund um die Uhr dort sind, weil ich das einfach ganz, ganz wichtig für alle finde. Und ich würde dich, Herbert, einfach bitten, dass du erzählst, was tun wir, damit sozusagen ein geregelter Ablauf ist und dass wir auch eine gute Integration haben. Vielen Dank. Ja, auch einen schönen Abend von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Herbert Wieser. Ich bin also zuständig für die Migrationshäuser, und glauben Sie uns, es ist für uns auch nicht ganz so einfach. Es ist für uns auch nicht ganz einfach, hier außen zu stehen. Ich darf Ihnen vielleicht einen kurzen Überblick geben, wie so ein Alltag in einem Asylquartier, in einem betreuten Asylquartier ausschaut, und da wird also nichts dem Zufall überlassen. Wir haben die Möglichkeit, oder ich darf Sie auch gleich einladen, dass man sagt, dann im Anschluss, ich habe also auch Unterlagen mitgebracht, die stellen wir gern zur Verfügung oder können wir auch gerne auf die Homepage stellen, was wir mit den Menschen, die uns anvertraut werden, machen. Es beginnt also in der Früh ganz strukturiert mit einem Plan. Es gibt immer Menschen, die dort eingeteilt sind, die auch sozusagen Dienst haben. Es beginnt also mit der Frühstückszubereitung, dann mit dem Reinigungsdienst, dann mit Begehung der Außenanlage, dass also außen alles sauber ist. Dann werden die Menschen vorbereitet für Sonderaktivitäten, wie zum Beispiel Deutsch lernen, Deutschkurse, und wo sie praktisch auch immer aus den Medien erfahren, bieten wir auch Sonderkurse an, wie unseren Gastronomiekurs. Dort habe ich auch die Unterlagen mit. Also wir sind auch bemüht, dass wir die Leute direkt in die Arbeitsverhältnisse bringen. Ansonsten stehe ich gerne für Einzelfragen noch einmal zur Verfügung. Und ich sage, ich habe ja auch die Unterlagen mit, dass wir sie so schon haben. Vielen Dank. Herr Wieser, gerne, bitte. Die Fragerunde machen wir wie angekündigt. Bitte im Anschluss, sonst wären wir nicht fertig. Ja? Entschuldigung, wir nehmen die Frage bitte gerne in die Fragerunde mit, aber wenn wir jetzt damit anfangen, werden wir nicht fertig. Deswegen bitte um Verständnis, dass wir die Fragen in der Fragerunde machen. Bitte nehmen Sie es mit, die Frage. Sie stören die Frage. Dafür gibt es die Fragerunde dann. Bitte kurz noch um Geduld. Bei uns ist heute auch der Pfarrer Alois Dürlinger aus der Pfarre Hernau. Der schon, das,
Es ist eine Informationsveranstaltung. Wer nicht hier ist, um in die Informationen sich anzuhören oder keine will, der darf auch gerne gehen. Ich bitte aber um Respekt, dass vielleicht andere es doch schon wissen wollen. Und ich bitte jetzt den Pfarrer Alois Dühling aus der Pfarre Hernau. Er kennt das, die Unterkunft im Flussbauwerk schon seit einigen Jahren sehr gut und kann, glaube ich, auch einiges an Sorgen den Menschen nehmen und vielleicht ein bisschen aus ihrer Erfahrung berichten. Gerne einen guten Abend. Ich hoffe, mit der Lautstärke passt es, was möglich ist. Ich wünschte so sehr, dass heute mit Worten da einiges geklärt werden kann. Wem Argumente und Informationen nicht reichen, würde ich raten, ein altes Wort, komm und sieh. Wer mit dem Fahrrad einmal die Alpenstraße oder die Salzach entlang radelt und biegt beim Flussbauhof ein, wo ein großes Quartier in genau der gleichen Art steht, da kann man dort einmal spazieren und schauen. Es passiert dort, so wahr ich da bin, von kleinen Scharmützeln, die es überall gibt, wo viele Leute wohnen, genau gar nichts. So wahr ich hier bin, es ist in unserem Vorgebiet, ich komme fast jede Woche dorthin. Es ist dort ein sehr, sehr ruhiger Betrieb. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind gemischt in allen Altersgruppen. Die Leute des Roten Kreuzes, die dort arbeiten, allen Respekt, die kennen den früheren Leiter, die jetzige Leiterin, ich kenne das Team. Wenn es mir einfällt und ich bin unterwegs mit Lebensmitteln, die bei unserer Ausgabe übrig geblieben sind und ich habe noch was im Kofferraum, ich kann dort um 11 Uhr am Abend auch was abliefern, da sind immer zwei Leute wach und an Ort und Stelle. Das kann ich garantieren. Noch ein Wort, der Anfang, wie der Anton Holzer berichtet hat, ist bei ein paar Zahlen ein Raunen durch die Menge gegangen. Ich kenne die Situation, die Zahlen, die genannt wurden, stimmen alle auf Punkt und Beistrich. Es sind gesicherte Daten aus dem Ministerium, aus dem Land Salzburg. Das ist er so. Der Eindruck mag mitunter schon anders sein, das verstehe ich auch. Wir Menschen nehmen immer auch das auf, in die Richtung, wie wir eben auch denken. Aber an den Zahlen ist nicht zu rütteln, die gesagt worden sind. Wie gesagt, noch einmal, man hat, es stimmt schon, am Anfang, ich bin jetzt 10 Jahre in dieser Arbeit, war immer Quartiergeber in der Gebirg und jetzt wieder in der Stadt. Das gebe ich ja zu, dass da in Zeiten ganz viele Männer, junge Männer dabei waren und dabei sind. Das ist wahr, da braucht man nichts zurechtbiegen. Seit der Ukraine sind es ungleich viele Flüchtlinge, Flüchtlingsfamilien. Den letzten, den ich aufgenommen habe, ist ein 88-jähriger Ukrainer, ein ehemaliger Kraftsportler, der ist heute noch fit. Und das kann man auch mal denken. Es sind nicht alles junge Männer und nur weil man Mann ist und jung ist, ist man nicht automatisch problematisch. Ich sage mitunter, in jeder Bevölkerung, ich weiß nicht, wie jetzt zum Prozentsatz kommt, sind dann die 5% eher schwierige Typen, aber in jeder Bevölkerung. Und reden da mal halt beim ganzen Thema immer von Menschen. Ich möchte da ein wenig Mut machen, realistischen Mut machen. 10 Jahre Erfahrung ist nicht nichts. Und einmal dort vorbeizufahren, in der Alpenstraße zu schauen, vielleicht hilft es weiter. Fürs Erste soll es genug sein. Danke für den Einblick, wie es in der Hernau läuft. Herr Landesrat, du wolltest doch ein paar Worte sagen. Erstens, wenn wir seitens des Landes bedanken,
Erstens einmal für ein Interesse, sich informieren zu wollen. Und genau das tun wir heute. Und ich weiß schon, wenn man in einer Gruppe ist, so wie hier, mit meistens gemeinsamen Interessen, ist man gemeinsam auch stark. Aber wir reden über Menschen, die oft alleine sind und schwach sind. Und da sage ich ganz ehrlich, da sitze ich lieber da herinnen, wie ich bin unter den anderen. Weil jeder andere ist auch ein Mensch mit Bedürfnissen. Und ich weiß, dass über die Zeit seit 15 und über 15 Tage fast durchgehend am Bahnhof im September 2015. Und es ist ein Unterschied zu der jetzigen Situation. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das geordnet haben. Aber trotzdem, wenn man einem Menschen, einem Betroffenen, und sei es auch ein Junger, ins Gesicht schaut, so schreiben diese Augen eine Geschichte. Und vielleicht können wir heute auch gemeinsam eine Geschichte schreiben, dass wir wenigstens ein gemeinsames Grundverständnis darüber haben, zuzuhören. Anton Holzer hat eine jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet international. Der kennt die Krisenherde, der kennt die Vorkommnisse und keiner von uns heute kann und wird argumentieren, dass sicher nichts passiert. Aber das können wir grundsätzlich auch mit unseren nicht, weil immer irgendetwas passiert. Aber wir können die Leitplanken so setzen, gemeinsam, dass wir uns auf diejenigen verlassen, die das können, die das wollen und auch das entsprechende Gerüst haben, mit denen auch umzugehen. Und ich glaube, die Zusammenarbeit, wir haben jetzt ein halbes Jahr, dieser Beschluss dieses Vorgebäudes, kommt ja knapp noch am Ende der letzten Regierung, da ist schon ein Jahr darüber diskutiert worden, ist dieses Gebäude geeignet, ist es nicht geeignet, wie langfristig soll eine Verpflichtung sein, uns gegenüber und dem Verpächter gegenüber das Gebäude umzubauen und zu nutzen. Wir haben auch ein anderes gehabt, einmal im Bergheim, das ist auch umgebaut worden, ist jetzt dort nicht mehr. Und da muss man schauen, dass wir auf Schiene kommen. Und ich kann nur sagen, wenn wir diese fünf Großquartiere, Damsweg, Sekirchen, Flussbauhof und jetzt draußen im Sitzenheim und jenes, was in Buch war, betrachten, und das sind gesicherte Daten, so ist die Kriminalität in diesem Umkreis kein Jota höher als in vergleichbaren Gebieten. Da kann man das, und eine Bitte habe ich schon, man kann über alles lachen und so, wenn wir der Polizei nicht mehr glauben, dann leben wir in einem postfaktischen Zeitalter, wo ich Respekt vor der Zukunft habe. Weil Fakten dürfen schon noch Fakten bleiben, weil sonst kommen diejenigen, die uns regieren, die mit Fakten nicht mehr arbeiten. Und dann kommt die Emotion, dann kommt die gemeinsame Kraft, etwas auszuheben. Und die gemeinsame Kraft soll in Richtung einer Lösung gehen, wo wir auf jeden, und ich verstehe jede und jeden von euch, jeden. Es war genauso auch an den anderen Quartieren. Das ist immer gut, also ein gewisses Ventil, aber dieses Ventil soll man dann auch in der Richtung nutzen, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Was wir nicht wollen, und ich wiederhole, wir haben die zweitschlechteste Rate der Unterbringung von den Bundesländern, sind knapp vor Kärnten. Wenn wir uns von diesen 62% nicht nach vorne arbeiten, dann werden sie zugewiesen. Und das heißt zuweisen. Dann sind wir wieder irgendwo in einer Messehalle. Manche sagen, Zelte reichen. Auch sage ich ganz klar, nein, nicht in diesem Land. Und eines, wenn auch viel geschimpft und gejammert wird, wir sind kein armes Land, dass wir uns das nicht leisten könnten, wenn es jemand schlecht ist. Aber wir brauchen diejenigen nicht, die kommen, die glauben, mit wenig Beitrag von unserer Leistung leben zu können. Das ist der Unterschied. Und das, glaube ich, verbindet uns wieder. Und da habe ich wirklich die Bitte, dass jetzt diese Diskussion auf eine Art und Weise geführt wird, dass man am Abend dann in ein, zwei Stunden sagen kann, es hat einmal das Erste gebracht und was noch nicht gelöst ist und noch nicht ausreichend beantwortet ist und der jetzt technisch nicht mithören kann,
wird dann in einer weiteren Veranstaltung, sodass wir auch gemeinsam eine Fortsetzung finden. Es hat niemand geglaubt heute hier, dass das das Letzte ist vor dem Zeitpunkt, wo es fertig sein soll, sondern dass das ein Weg ist. Und ab heute machen wir uns auf einen gemeinsamen Weg. Danke, Herr Landesrat. Ich glaube, wir gehen jetzt dann vor, starten wir mit der Fragerunde, weil das Thema, was passiert, wie es der Herr Pfarrer gesagt hat, es passiert nichts. Schon die Frage war, würde ich bitten, vom Stadtpolizeikommando, Oberst Andreas Huber, steht als erster für Ihre Fragen zur Verfügung zum Thema Sicherheit und er kann Ihnen sicher erzählen aus dem Stadtbereich, was denn, wie groß denn die wirklich die Anzahl der angezeigten Vergehen zum Beispiel ist. Ich darf gleich um die Fragen bitten. Zum Thema Sicherheit, bitte. Ich brauche kein Mikrofon, ich habe eine laute Stimme, ich bin von Krypto TV. Es gab unlängst zu Halloween. Wir können das Mikrofon nicht durch den Saal reichen. Ich wiederhole es dann gerne, wenn es jemand nicht verstanden hat. Also ich habe eigentlich eine laute Stimme, denke ich, aber bitte, ich hoffe, ich bin aufgestanden, man hört mich. Ich bin von Krypto TV. Die Frage, die ich habe, es gab unlängst zu Halloween in Linz und in etwas kleinerem Rahmen in Salzburg Ausschreitungen. Die Zeitungen haben berichtet, es handelte sich damals um Jugendliche mit Migrationshintergrund. Da ist jetzt die Frage, wenn wir da jetzt Migrationshintergrund Menschen haben und nachgewiesenerweise Vorfälle passiert sind, warum sollen die Jugendlichen der vielen Familien, die jetzt kommen, anders agieren als diese anderen Jugendlichen? Sie haben durchaus recht, dass es Delikte oder auch gerichtlich strafbare Handlungen gegeben hat von Leuten, die in den Bereich der Zuwanderer einzuordnen sind. Wir reden jetzt darüber, über eine konkrete Gefährdung vom Flüchtlingsheim und von den Flüchtlingsheimen. Also da, dass da was gegeben hat und immer wieder gibt, das ist klar. Aber das Heim an sich, die Unterbringung an sich, die funktioniert seit Jahren sehr gut und vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Ein geordnetes, sag ich jetzt einmal, Lager, stimmt nicht, eine Unterbringung. Bitte ausreden lassen. Bitte ausreden lassen, dass jeder drankommt. Ich rede nur davon, dass wir als Polizei auch die besten Erfahrungen mit dem Roten Kreuz und mit der Führung derartiger Unterbringungsmöglichkeiten gemacht haben. Und aus dem Grund hat der Herr Pfarrer, ich brauche nicht mit Statistiken anfangen, da gibt es nichts in diesem Umfeld, weil das sehr ordentlich geführt wird und nach wie vor und wurde. Das heißt, das andere ist völlig recht. Es gibt immer wieder diese Zusammenrottungen, die aber nichts in dem Bereich der Unterbringung zu tun haben, sondern dass einfach die Leute sich irgendwo verabreden und dann es zu derartigen Sachen kommt, die nicht wünschenswert sind. Da habe ich nur eine Nachfrage. Das ist natürlich richtig und wir haben natürlich auch in der eigenen Bevölkerung genug Chaoten. Steht außer Frage. Also da ist die Herkunft nicht immer bindend. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, sprechen Sie da mehr oder weniger von einem Lager. Ich denke, dass jemand, der nach Österreich kommt unter dem Schutz der UN-Menschenrechtskonvention, nicht interniert ist, sondern durchaus dieses Lager verlassen darf. Und ob da wird das Rote Kreuz oder wer auch immer verantwortlich ist, wahrscheinlich keine Obsorge für diese Menschen tragen können. Das heißt, da sind Sie als Polizei gefordert. Und wenn ich mir anschaue, wie die Polizeikriminalstatistik in Deutschland seit dem erwähnten Jahr 2015 beziehungsweise auch in Österreich seitdem wir schaffen, das Modus ist. Ich will noch eine konkrete Frage bitten, dass uns zusammenhält. Ja, die Frage ist, ob wir diese Menschen dann dennoch in diesem Lager einsperren wollen. Nein, sicherlich nicht. Wir arbeiten auf den Grundsätzen eines Rechtsstaates und da gibt es kein Einsperren. Sehr gut. Es gibt die Verpflichtung der Unterbringung, aber nicht der Inhaftierung. Das gilt für alle in unserem Land aufhältigen Personen. Sie haben sich nach den geltenden Gesetzen zu richten und entsprechend wird dann von uns auch eingeschritten. Die Dame, bitte, wird die nächste Frage stellen.
Also für die, die es nicht gehört haben. Also für die, die es nicht gehört haben, es geht um die Sicherheit der Kinder am Schulweg. Genau. Ja. Genau. Die S-Bahn. Wir werden sicherlich bei Information darüber, dass so etwas vorliegt, nämlich eine strafbare Handlung, innerhalb kürzester Zeit dort sehen. Für Schlechtes. Ja, ich denke, das zur Kenntnis, aber ich glaube, dass wir das ihren Einzelfall nicht diskutieren. Dass wenn einer verpackt ist, dann fahren wir auch nicht innerhalb von 5 Minuten hin. Ne? Nein, ich glaube, es soll sachlich bleiben. Wie war die Frage, bitte? 5 Kreuzfutter weiter für 196 Flüchtlinge. 5! Da bin ich aber gespannt, ob 196 sie richtig. Jetzt ist es zum Zusammenrahmen und jetzt ist es zum. Können wir bitte die Fragen nach der Reihe durchgehen? Die Dame bitte wartet schon länger. Ja, vielleicht ist es möglich, dass Sie sich dafür einsetzen, dass da die Syrischen kommen und die Afghanen, sondern dass die Flüchtlinge von der Ukraine kommen, die Kriegsflüchtlinge. Weil man die so nicht herzlich willkommen. Wir wollen ja nur als Mütter und als Familien die jungen Männer, die andere Familien im Stich. Die Frage nehme ich sehr gern mit für Herrn Holzer, der als nächster der Reihe ist, der kann Ihnen dazu sicher noch was sagen. Bitte die Sicherheitsfragen möchte ich nur durchgehen. Die Dame fort, bitte. Ich will eigentlich nicht an einem Worte immer Leuten begegnen, die nichts anderes zu tun haben als warten. Und ich nehme das auch nicht, wenn da 200 Jutta Österreicher eingekehrt haben, dann fällt auch das Menschen wahrscheinlich. Und Menschen aus einem Land, wo Frauen sie haben sich gerne einsperren lassen. Überhaupt nicht geachtet werden, die dann nur weniger begegnen, wenn im Winter einen Radler Was haben Sie für einen Plan für die Leute, die da unterwegs sind, die Kinder und die Erwachsenen, auf den eigentlich hauptsächlich unbeleuchteten Wegen am Ostern, oder spärlich beleuchteten, nahe Finstern? Haben wir da noch was dazu sagen momentan, oder müssen wir es mitnehmen? Grundsätzlich muss man das mitnehmen, das schlechte Gefühl, irgendwo alleine auf eine Gruppe von Leuten zu stoßen, die man nicht kennt,
und das, wenn das Fenster ist, das ist schon klar. Wir werden aber da auch rechtsstaatlich nichts anderes tun können, als diesen Bereich massiver zu bestreifen, gerade am Anfang, dass sie wissen, dass die Polizei vor Ort ist. Nur das schlechte Gefühl rein ist zu wenig. Zur Sicherheitsfrage habe ich auch was. Wir stehen ja auch da. Dafür sind wir. Was passiert, damit etwas gemacht wird? Für die Unterbringung in Samsa wäre da, dass wir Ihre Anliegen auch mitnehmen. Das ist nicht ungehört, wir haben es auch vernommen. Ich darf um weitere Fragen zum Thema Sicherheit bitten. Ja, die Sicherheitsfrage auch bei dem Wachpersonal. Eine Person des Wachpersonals ist auf mich zugekommen und hat gesagt, dass er sich ganz besonders im Nachtdienst schon sehr fürchtet, dort den Dienst zu tätigen. Das Wachpersonal, ich will nicht wirklich jetzt diesen Ort nennen, damit auch diese Person selbst geschützt ist. Da muss ich einen Personenschutz geben. Er hat mir Fotos gezeigt, wie die Klos nicht nur verstopft, rundherum verdreckt sind, wie er selbst von diesen Flüchtlingen angepöbelt wird und sich eben dann des Nachts gar nicht mehr den Rundgang gehen traut. Und somit kommt dann noch eine zusätzliche Gefährdung hinzu, wenn auch die Flüchtlinge sehen, es wird nicht mehr drauf geschaut. Es ist erstens mal auch von Personal der Größe her einmal viel zu wenig da. Und die zweite Frage möchte ich mit hinten anschließen. Was war jetzt genau die Frage? Wie viel Personal? Wie will man das Wachpersonal erstens einmal qualitativ besser schützen, indem man es vielleicht ein bisschen mehr aufstocken könnte, weil einfach zu wenig da ist. Und dann auch, dass man auch den Flüchtlingen selbst etwas in den Weg bringt, einmal vielleicht auch, dass man das Klo versaut. Sie sagen zwar, es gibt Beschäftigung, dass man sich selber kocht und so, aber manche Flüchtlinge, was hierher kommen, haben einen Frust und lassen sich das gar nicht einmal anlernen in dem Sinne, ja. Und das sind dann Menschen, aber die, wo wir jetzt gehört haben, doch raus dürfen. Da werden sie dann gar nicht mehr betreut. Wie will man da die Sicherheit auf unsere Bürger dann setzen? Auf Menschen, die was von unseren Sinn für Ethik keine Sinn haben. Dass raus dürfen hat der Kollege, glaube ich, beantwortet, niemand darf eingesperrt werden bei uns. Ja, aber wie kann man Menschen dann von unseren Bürgern schützen, von Menschen, die mit unseren Kulturen, unseren ethischen Sinn nicht konform sind? Schau mal, Silvester, Frauenbelästigungen und so weiter und so fort. Na gut, man kann dann auch alles anzeigen, aber die Person ist trotzdem vorher geschädigt worden. Die hat ihren ganzen Leben lang dann ein psychisches Malheur mitzutragen. Nehmen wir natürlich gerne auch mit. Aber ich glaube nicht, dass wir in Sam die Fragen für alle Ereignisse zwischen Köln, Wien, Linz und Salzburg. Nein, du redest nur von Salzburg einfach auch. Ja. Wir reden nur von dieser Unterkunft hier in Salzburg. Ja, ist ja ein Problem von Salzburg auch. Bitte. Kurze Frage. Sind präventive Maßnahmen für Sicherheit geplant? Ja oder nein? Sie meinen von Seiten der Polizei oder immer in der Unterbringung? Von Seiten dieses Projektes. Gibt es präventive Maßnahmen für die Sicherheit der Mitbewohner? Ich dürfte dann gleich nahtlos an den Herrn Holzer weitergeben in der Fragerunde, weil was die Unterbringung selber angeht, glaube ich, trifft das Thema dann zu. Ja, das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Es gibt präventive Maßnahmen. Der Herr Oberst hat das eh schon angesprochen, die Polizei wird gerade am Anfang verstärkt von, die wird auch öfter im Quartier sein. Das haben wir noch bei allen Quartieren gemacht. Und was mir jetzt auch wichtig ist, wir betreiben seit 2015 Flüchtlingsquartiere. Und in keinem der Großquartiere und auch nicht im Umfeld der Großquartiere hat es irgendwelche Vorfälle gegeben. Die Polizei hat das vorhin bestätigt, ich kann Ihnen dasselbe aus Damsweg bestätigen, ich kann Ihnen das aus meiner Heimatstadt Halle bestätigen, wo ich in der Nähe, 10 Minuten von meinem Wohnort entfernt, eine Flüchtlingsunterkunft habe, nur Männer, und es gibt auch dort keine Probleme. Und jetzt muss man auch einmal ganz klar sagen, die Menschen, die hierher kommen, kommen zu uns, weil sie aus ihrer Heimat vertrieben sind, weil sie bei uns Schutz suchen und weil sie auch bei uns Sicherheit suchen. Und nicht alle, die kommen, sind Verbrecher.
der Herr hinten im KTM-T-Shirt hat der Frau gehabt. Bitte kurz zuhören. Also für die, die es nicht gehört haben, der Herr wollte wissen, ob was für die Anrainersicherheit ein Thema Beleuchtung, dass man nicht im Stockfinster durch die Straßen gehen muss und so weiter getan wird in diesem Stadtteil. Ich glaube, das ist etwas, was ein Thema für die Stadt Salzburg wäre. Ja, wir hatten ein ähnliches Thema bereits in der Scherm-Brandbach-Straße. Das Thema werden wir mit der Stadt besprechen, ob wir hier Maßnahmen setzen können. Und wir werden Sie darüber informieren, was da möglich ist. Wir nehmen das gern mit. Die Dame mit der Brille im dunkelblauen Schal. Kann man das schon sagen, Postvertragszeitraum? 20 Jahre. Grundsätzlich ist der Mietvertrag ein unbefristeter Mietvertrag. Wie üblich, auch mit den üblichen Kündigungsfristen von, wann ist jetzt richtig auswendig im Kopf, ab 6 Monate jeweils zum Halbjahr. Das sind also die ganz normalen Kündigungsfristen. Und es gibt von Seiten des Vermieters, aber auch von Seiten des Landes einen Kündigungsverzicht auf die ersten 10 Jahre, weil wir ja auch in einen Umbau investieren. Stopp mit einer Ausstiegsklausel fürs Land, wenn die rechtlichen Voraussetzungen, weil es eben nicht mehr benötigt wird, nach dem Flüchtlingsunterkünftegesetz nicht mehr gegeben sind. Das ist dazu die Situation. Es war zuerst dann auch noch die Frage von der Dame in der Mitte, beziehungsweise der Wunsch, es doch mit ukrainischen Kriegsvertriebenen zu belegen. Das nehme ich gerne mit. Ich verzöge Ihnen einfach kein Blödsinn. Ja. Ich weiß es nicht, wie in einem Dreivierteljahr, wenn wir es belegen, die Situation sein wird. Und es ist kein Versprechen, das ich geben kann. Aber Sie könnten es zumindest versuchen. Aber es ist etwas, was ich mitnehmen kann. Eine kurze Frage. Wann nehmen Sie dann 2 Ziffern in den Mund? 48% Frauen und 52% Männer. Warum sagst du das? Wann ist das vielleicht geplant? Aber morgen ist die Geschichte schon wieder ganz anders. Aber schon ganz anders. Das ist... Ja, da haben Sie recht, aber es ist gesagt worden, dass das derzeit ist. Achso, die Frage war, warum wir vorher die Zahl 48% Frauen, 52% Männer in den Mund genommen haben, wo wir doch nicht sagen können, was in einem Dreivierteljahr ist. Wir haben vorhin gesagt, wie es derzeit ist. Das ist eine Situation, die seit 2022, Ausbruch des Krieges in der Ukraine, so ist. Ja, und Sie haben recht, vorher war der Männeranteil höher. Da lag der Anteil an männlichen Personen bei ca. 35-40% und 60-65%, also an die 2/3, waren jeweils Männer. Das sind auch Zahlen, die Sie auch im historischen Verlauf jederzeit im Asylreporting auf der Homepage des Landes nachsehen können, weil wir eigentlich monatlich sehr transparent seit 2016 hier diese Zahlen noch online stellen. Ich würde gerne mehrere noch zu Wort kommen lassen. Die Dame vorne bitte. Ich habe eine Frage. Warum sind denn so viele im Vergleich zur Einwohnerzahl von Sam von 1300 Einwohnern, 200, da gibt es eine Quote von 15,38%. Bei anderen Flüchtlingsheimen, zum Beispiel in Bergheim, ist es eine Quote von nur 3%. Das kommt mir schon sehr viel vor. Also die Frage war, warum es also im Vergleich zur Gesamtbevölkerung im Stadtteil eine relativ hohe Anzahl an Menschen. 15%, sagt die Dame, sind die 200 Personen, die rund und zusammen untergebracht werden. Mhm. Ich verstehe Ihre Frage. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt die Einwohnerzahl von Sam nicht genau, aber das wird so sein, wie Sie es sagen. Wir hatten ja diese Diskussion, also
also wenn Sie mir die persönliche Bemerkung erlauben, ich bin jetzt seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig, beginnend damals mit der Versorgung, Betreuung von bosnischen Kriegsflüchtlingen. Und die Frage taucht sehr regelmäßig auf. Wir hatten diese Frage auch, als wir in der Strandjagdstraße in Salzburg-Langwied das Quartier aufgemacht haben, weil da waren es also über 200 Personen, auch die direkte Anrainerschaft, wenn ich mir dort anschaue, natürlich kleiner. Und wenn ich es von dem prozentuell rechne, ja, komme ich auf diese Zahlen. Wir haben die Situation auch in Bergheim, also wenn Sie mit jemandem in Lengfelden reden, wird die Person, weil das Handelszentrum näher bei Lengfelden liegt, ähnlich argumentieren wie Sie. Ich verstehe diese Argumentation. Für uns ist es halt immer die Betrachtungsweise auf den ganzen Ort und nicht auf den einzelnen Stadtteil. Ich weiß, es wird nicht Ihr Verständnis finden, auch wenn ich Sie darum bitte, aber das ist die Herangehensweise. Ich hätte aber trotzdem eine Frage an den Herrn Holzer, wenn es geht. Bitte gerne. Also wir haben jetzt da Experten und wir haben da Zahlen und wir haben da Fakten und ich will niemandem der Anwesenden zu nahe treten, aber das haben wir in der jüngsten Vergangenheit auch schon gehabt. Wo uns das hingebracht hat, will ich nicht kommentieren. Herr Holzer, eine Frage an Sie. Sie werden mir recht geben, Österreich ist ein EU-Land. Sie werden mir recht geben, Ungarn ist ein EU-Land. Sie erklären, wir haben jetzt Damsweg und den Salzburg-Lager und den Seekirchen-Auffanglager und wir müssen die Zahl erhöhen, wenn man uns dazu nötigt. Ich bin ein großer Fan der UN-Menschenrechtskonvention. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass jemandem, den Bomben oder Vulkanteile aufs Dach fallen, das Recht hat, sich in Sicherheit zu bringen, alleine oder mit Familie, und dass es die Menschlichkeit gebietet, zu helfen. Nur wenn wir über Ukrainer sprechen und wenn wir über Syrer sprechen, verstehe ich eins persönlich nicht, und vielleicht können Sie die Frage für mich beantworten. Syrien ist zugegebenerweise ein weit entferntes Land und auch die Ukraine grenzt nicht an Österreich. Österreich gibt aktuell indirekt über EU-Geld Waffengelder aus oder fördert den Kauf von Waffen mit. Und dann lassen wir die Flüchtlinge, die durch diese Waffen und das menschliche Leid entstehen, bei uns untergebracht sein. Beziehungsweise wir sagen, es gibt einen Krieg in Syrien, der noch nicht einmal in der EU liegt. Das ist eigentlich noch nicht einmal Teil des Europas. Ich würde Frage kommen, weil dann nehmen wir den Online die Zeit weg, weil Weltpolitik... Ich glaube, die Leute wollen die Frage auch hören. Wie gesagt, Syrien gehört meines Erachtens noch, und das ist, glaube ich, auch ein Fakt, noch nicht mal zum europäischen Kontinent. Wenn also der Syrer flüchtet, warum muss sich Österreich drum kümmern, warum muss sich Deutschland drum kümmern und nicht die dortigen Nachbarländer? Und warum nehmen wir das Geld, mit dem wir die Flüchtlinge hier aus Menschlichkeit völlig zu Recht unterstützen, nicht und setzen es vor Ort ein? Ich bin nicht dagegen, dass man Menschen unterstützt, aber diese Menschen kriegen bei uns einen Klimabonus ausbezahlt, gut, den kriegen Tote auch, aber ich stelle mir die Frage, warum wir Menschen, die bei uns in Vollversorgung sind, hier beherbergen müssen, weil uns das eine Quote vorschreibt, während in Ungarn unter Viktor Orban kein einziger Flüchtling aufgenommen werden muss. Scheinbar gibt es diese Quote dort nicht. Ich sehe das persönlich als politische Heuchelei. Ich mache, wie gesagt, Ihnen keinen Vorwurf und keinen der Anwesenden. Aber man kann nicht sagen, wir lassen alles zu uns kommen und wir finanzieren das mit fragwürdigen Mitteln und dann eventuell einen Infoabend zu machen, wo man der eigenen Bevölkerung erklärt, warum es so ist. Danke. Zwei Punkte. Ich stimme Ihnen in einem Punkt zu. Österreich hat in den letzten Jahren seine Pflicht mehr als erfüllt. Es gibt im EU-Vergleich eine Statistik, wie viele Anträge gestellt werden und die Pro-Kopf-Quote, da ist Österreich weit über dem EU-Schnitt. Nein, wir sind auf Platz 2 nach Zypern. Wir sind auf Platz 2 nach Zypern und da bin ich voll bei Ihnen, das gehört geändert, Österreich hat hier genug getan. Da bin ich einer Meinung. Ich kann diese Frage nur so beantworten, was ich nicht kann, ist sozusagen die Strategie der Regierung zu ändern. Ich habe kurz angesprochen, dass Österreich seine Strategie schon geändert hat. Die sieht man an den Zahlen, auch wenn Sie sie mir nicht glauben. Und wenn Sie schauen, vor der Ukraine-Krise hat Salzburg, weil in Österreich insgesamt weniger Flüchtlinge waren,
die Quote um 80% erfüllt. Seit dem Ukraine-Krieg sind wir wieder zurückgefallen. Und die Frage, ob Österreich irgendwo mitfinanziert an Waffenlieferungen, die kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Aber ich denke, was wichtig ist, und da gibt es auch ein klares Signal der Landesregierung Richtung Wien, die Verfahren müssen schneller erfolgen. Menschen, die kein Recht haben auf Asyl in Österreich, müssen so schnell wie möglich wieder zurückgeführt werden. Das hat sich in den letzten Jahren verbessert. Sicher noch nicht so, wie es sein muss. Es sind noch viele Verfahren im Rückstand. Aber auch hier hat die Regierung oder das Bundesministerium sehr viel aufgearbeitet. Aber das wird noch dauern, weil es gibt immer noch Rückstände. Und das Problem ist, wenn jetzt jemand kommt aus einem Kriegsgebiet wie Syrien und nachdem Österreich die Genfer Konventionen unterzeichnet hat und er stellt einen Asylantrag, dann muss Österreich diesen Antrag bearbeiten. Und im Rahmen des Antrages kann dann geprüft werden, ob der wirklich vor Krieg flieht, ob er wirklich verfolgt wird. Und es wird halt dann schwierig, wenn die Menschen die Pässe wegschmeißen und sagen, vielleicht auch sie sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, dann dauern die Verfahren zu lange. Da bin ich ganz bei Ihnen, aber laut Dublin I und Dublin II sollte ja eigentlich gar niemand auf das Gebiet der EU kommen. Ich bitte ein bisschen um Verständnis, dass wir die übergeordneten Fragen, glaube ich, heute nicht alle befriedigend und erschöpfend beantworten können, weil wir grundsätzlich mal da sind, um zur Unterkunft hier in Saarland zu sprechen. Ich bitte die Dame mit der Brille, die vorher vorgestellt wurde. Und dann komme ich gleich gerne zu Ihnen. Weil wir das in diesem Rahmen nicht schaffen, weil dann gehen wir 3 Stunden und sprechen 2 Minuten. Bitte. Meine Jungs kennen die Schule direkt im Leben und nachdem ja anerkannt ist, ja war schlussendlich die Zahn, werden vermutlich viele in diese Schule gehen. Und es war kein Problem damit, nur würde ich halt bieten, dass man dann die Schule irgendwie unterstützt, mit Personal oder irgendwie, weil die Gängern von dem Personal nur, und dass es besser vielleicht auch gedacht wird. Wenn da viele Kinder sind, die Schulzahn im Schulzahn haben, dass man es mitgehen, dass die Schule dafür Unterstützung braucht. Wenn die Deutschen da sind, kann man gar nicht einrichten, die sind derzeit nicht mehr. Also für die, die es nicht gehört haben, es geht darum, die Kinder der Menschen, die dort untergebracht werden, in Sam müssen auch in die Schule gehen, werden das voraussichtlich auch in der nahen Schule tun und es wird gebeten, dass für Unterstützung an der Schule gesorgt wird. In der Unterkunft selbst, da können uns die Sabine Tischler, vor allem vom Roten Kreuz, wie das vor Ort abläuft, glaube ich, auch im Detail sagen, was dort schon, weil Sie Deutschkurse angesprochen haben, getan wird, weil dann würde ich mal die Fragen, glaube ich, zur Unterkunft und wie es dort läuft, gerne zusammenfangen, dass wir vielleicht ein bisschen einen besseren Einblick dazu kriegen. Bitte die Dame. Der Herr vorne, dann bitte die Dame. Da vorne, was du sagen sollst, war eigentlich einmal gegen die Remigration. Das kann ja nicht sein, dass wir immer wieder gleiche Lager aufsperren, anstatt dass wir die... Können wir bitte bei den Fragen bleiben, die wir als Land beantworten können? Das Land beantworten, was die gegen das macht, ein Lager nach dem anderen auf. Das Land Salzburg erfüllt seine gesetzlichen Verpflichtungen. Es geht um die Frage der Remigration, ob er da was machen kann oder immer nur weitere Lager öffnet. Können wir bitte bei den, deswegen die Bitte, können wir bei den Fragen bleiben, die wirklich das in Sando betrifft. Ich hätte jetzt eine Frage zur Sicherheit, und zwar zur Polizei, wenn man den Notruf wählt oder direkt die Wachstelle anruft, ja, und man meldet, oder es sind die Rasen unterwegs, und man kriegt dann zur Antwort, ja, bis wir dort sind, sind die eh wieder weg, oder, na, ist schon wieder, dann haben wir auch keine Autos, und da sollen wir uns sicher fühlen, wenn wir dann einmal die Polizei brauchen, und was kann ich auch nicht. Wenn dann irgendwas ist, ich bin sicher, der was kann 5 Uhr am Tag anruft, wenn nicht 50 Uhr. Wenn Sie den Notruf anrufen, dann kommt jemand. Es kommt natürlich darauf an, um was es geht. Wenn Sie so auf eine direkte Art und Weise abgewimmelt wurden sein sollen, dann empfehle ich Ihnen bitte, schrämst es.
dann wird sich das ändern und der Mitarbeiter, der am Funk oder am Telefon sitzt, der wird entsprechend geschult werden. Ich werde jetzt da nicht beantworten können, was Sie irgendwann selber oder von irgendeinem Nachbarn gehört haben. Da brauche ich konkretere Sachen. Ich kann nur sagen, ich bin 44 Jahre bei der Polizei, sowas habe ich nie gemacht. Nicht? Und wenn es sowas geben soll, dann gehört es hochgestellt, ganz einfach. Aber das da zu diskutieren und vor allen Dingen darauf, in dieser Situation, das Verknüpfen, was die Polizei nicht kennt, ja für was soll es denn kommen? Ich kann Ihnen sagen, was im letzten Jahr war. Da draußen, in der Alpenstraße, da waren zwei Diebstähle und eine Belästigung übers Telefon. Im anderen Lager waren zwei Körperverletzungen. Und im dritten größeren, da war gar nichts. Also bitte, was willst du anrufen, wenn nichts passiert? Ich meine, sei uns bitte etwas sachlich. Eine wichtigste Sicherheitsfrage hätte ich auch, dass wir bitte beim Standort in Sam bleiben, damit wir da die Fragen beantworten können. Ich stelle die Dame mit dem Schal, bitte. Das Auswahlverfahren, wer nach Salzburg kommt. Also zur Auswahl wird der Gerhard Feichtner noch kurz erläutern und dann gehen wir bitte noch zu den Fragen auch zum Quartier, weil ich glaube, da sind auch ein paar Hände noch. Geht's noch mal im selben Bereich, bitte. Ich wollte fragen, dürfen denn die Asylwerber erwerbstätig sein? Werden aktiv Maßnahmen ergriffen, die in die Erwerbstätigkeit zu führen? Ja. Zum Beispiel Rosenmähen oder sowas, oder? Das beantwortet auch der Gerhard Feichtner gleich. Eine Sicherheitsfrage noch. Ich möchte mal die Prävention ein bisschen rücken. Könnte man bitte ein bisschen zuhören, dass die Dame auch eine Frage stellt? Ich halte fest, es ist ein landesgeführtes Quartier, was wesentlich besser ist, ein Bundesquartier. Ich halte fest, dass wir zwar nicht auswählen können, welche Asylbewerber wir zugeteilt bekommen, aber es sind derzeit relativ viele Familien dabei und es gibt da Betreuung. So. Jetzt hätte ich noch die Frage, das mit der Beleuchtung, damit man sich subjektiv sicherer fühlt, das kann man sicherlich in der Stadt lösen, da müsste die Stadt aber ein bisschen an Dampf machen, weil September ist nicht mehr so weit hin. Innen wird auch umgebaut, gibt es im Außenbereich auch etwas? Ich denke da an Tischtennisplätze, Basketballkörbe, Sitzgelegenheiten, dass die Leute, die können ja nicht 24 Stunden am Tag in den Räumlichkeiten bleiben. Sie dürfen eh raus. Trainieren darf man ja nicht. Ja, ist auch gut so. Auch das macht man nur mit den eigenen Bürgern. Das nennt man dann Lockdown. Wenn man ein bisschen sagt, ich bleibe so. Bitte. Aber dass die halt auch ausreichend Möglichkeiten haben, dass sie sich den Kaffee mit ausnehmen und gut beratschen können und ausschwärmen. Das ist, glaube ich, eines der Hauptanliegen, die lungern dann irgendwo mal tun. Also gibt es dann bauliche Maßnahmen auch in diesem Bereich, dass man das möglichst gut. Ja, die Frage aber konkret, wie wird das außen gestaltet? Gibt es dort auch Aufenthaltsbereiche, damit die Menschen im Quartier sich auch dort direkt am Grundstück aufhalten können und nicht den ganzen Tag drinnen oder sonst irgendwo sind? So sinngemäß. Ja, es wird eine dementsprechende Gestaltung der Außenbereiche auch geben, damit es dort Aufenthaltsbereiche gibt. Das werden wir möglichst, ich sag's mal, multifunktional gestalten, um einfach auch einer Belegung, wie sie dann sein wird, gerecht zu werden. Aber grundsätzlich einfach, das ist vorgesehen, dass es einfach diese Aufenthaltsbereiche draußen auch gibt. Dann war die Frage nach der Schule, die oft ist, entschuldigen Sie, wir haben jetzt einfach mal zusammen, was zuerst gefragt worden ist. Wir sind in diesen Fragen dann immer in Kontakt, einerseits mit dem Stadtschulamt, andererseits mit der Bildungsdirektion. Wir haben in der Stadt da keine Schulsprengel. Das heißt, wenn wir wo ein größeres Quartier haben, wo mehrere Schulpflichtige oder eine größere Anzahl schulpflichtiger Kinder ist, heißt das nicht automatisch, dass sie in die nächstgelegene Schule kommen, sondern klären wir schon mit dem Stadtschulamt ab, was hier an Aufteilung möglich ist.
Und ja, es gibt Unterstützung, die Zusammenarbeit für die Schulen, die Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion ist hier sehr gut. Wir hatten das gerade auch in Wals als Thema, wo die Bildungsdirektion jetzt wirklich sehr kurzfristig auch eine zusätzliche muttersprachliche Schulpsychologin aufgrund der hohen Anzahl ukrainischer Kinder zur Verfügung gestellt hat und momentan auch schaut, also ob es Möglichkeit gibt zu zusätzlicher Schulsozialarbeit. Diese Fragen erreichen uns auch öfter, auch dort, wo wir nicht zuständig sind. Ich kenne es zum Beispiel aus Bergheim, in Zeiten, wo dort mehr Familien waren, was in den letzten Jahren nicht der Fall war, jetzt wieder. Und dann auch, also viele hohe Anzahl von Schulkindern, da funktioniert die Bildungsdirektion, die Zusammenarbeit sehr gut. Das ist ja einfach in Form von Sprachhelfern, zusätzlichem Deutschförderunterricht und wie gesagt, in der Stadt eben auch die Aufteilung auf unterschiedliche Schulen Möglichkeiten gibt. Dann war die Frage nach dem Auswahlverfahren, wir sind woher aus der Mitte gekommen. Wie läuft es ab? Das ist grundsätzlich so bei den Asylwerberinnen und Asylwerbern, dass wir dem Bund melden, wir haben diese freien Plätze, die sind für diese und diese Zielgruppen geeignet. Das heißt, wir geben bekannt, okay, in der Scherm-Brandenhof-Straße, Grundversorgungsquartier SAM, sind jetzt Hausnummer 25 Plätze frei, sagen wir geeignet als Familienplätze. Und dann bekommen wir von denen eine Liste von Personen, die sie uns zuweisen. Also wir haben hier keine direkte Auswahlmöglichkeit und geben und müssen hier einfach die Plätze, die wir frei haben, bekannt geben. Das ist, wobei wir eben bei so Quartieren wie SAM und auch Flussbauhof immer dazu sagen, für Familien geeignete Plätze. Das ist auch klar, weil nach denen, wenn es die Familien gibt, auch ein dementsprechender Bedarf besteht. Und dann möchte ich noch kurz, weil das Thema sozusagen Frauensicherheit um Schulweg angesprochen wurde, worum ich Sie hier bitte, ist, wenn Sie hier eine Wahrnehmung haben, auch über vielleicht noch nicht polizeilich relevantes, aber unangemessenes Verhalten von Bewohnern aus einem Grundversorgungsquartier, dann nehmen Sie bitte auch mit uns oder dem Betreuungspersonal Kontakt auf, weil so können wir das am schnellsten hintanstellen. Ich hätte noch eine wichtige letzte Sicherheitsfrage. Können wir bitte die mehr Leute zu Wort kommen lassen und nicht die. Es sind mehr Co-Referate als Fragen und ich würde echt bitten, dass wir ich die kein Referat. Fragen zusammen beantworten. Geht der Herr mit dem Schall wird schon länger drauf kommen? Ich wollte mal die monatlichen Kosten. Ja, zunächst auch danke noch einmal für die Frage und ich darf mich jetzt einmal ganz herzlich bedanken für die eingekehrte Ruhe. Und man sieht eigentlich, wenn Leute sprechen und sie brauchen keinen Mund davon, dass man es trotzdem versteht, glaube ich, ist ein Zeichen unserer Kommunikation. Ich darf Ihnen sagen, selbst als langjähriger Rotkreuz-Offizier und ausgebildeter Katastrophenhelfer war ich sehr, sehr viel im Ausland. Ich war in Afghanistan, ich war in Pakistan. Und das, was ich Ihnen damit sagen will, bitte verwendet man nicht dieses Wort Lager. Ein Lager ist also wirklich nicht das richtige Wort. Es ist ein Quartier. Und das Rote Kreuz betreut Menschen genauso, wie wir alle versorgen bzw. alle betreuen. Das heißt also, auch die Menschen, wie es wir alle erwarten, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Hilfe brauchen, dann erwarte ich mir Hilfe und bitte, diese Hilfe als solches zu sehen. Von den Kosten her, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, noch einmal, weil das Thema war mit der Hausordnung, wie läuft das dort ab? Also, wenn man jetzt schaut, wie sehr die Asylwerbenden eigentlich beschäftigt sind, beginnend mit den Deutschkursen, beginnend jetzt, dass man sagt, mit Aufräumarbeiten, beginnend jetzt mit der Speisenzubereitung, mit der Endreinigung, mit der Außenreinigung, mit zusätzlichen Gängen zu Behörden, AMS, Caritas, was immer. Also sie haben wirklich was zu tun. Das stimmt nicht, dass man sagt, sie sitzen den ganzen Tag herum und machen nichts. Und ja, wir sind natürlich auch daran interessiert und es gibt Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylwerbende, diese Menschen erfolgreich dem Arbeitsmarkt zuzuführen. Danke.
Das ist um die Frage, ob man den Nachtausgang hat. Achso, der Nachtausgang. Kann man auch noch sagen. Und zwar ist es so, dass es ganz streng geregelt ist. Das heißt also, Asylwerbende in den Quartieren kommen morgens zur Unterschriftenkontrolle, zur Standeskontrolle und am Abend um 22 Uhr. Und nach 22 Uhr herrscht auch in den Quartieren Nachtruhe. Und sehr wohl wird es, ich meine, es ist kein Gefängnis, das muss man also. Aber sehr wohl wird durch unsere Leute geschaut und wird darauf geachtet, wo sie sich hinbewegen, was sie machen. Und eben, wir haben heute schon mehrmals gehört, wenn Sie hernehmen, das Großquartier Gutsbauhof mit 220 Bewohnern aus 17 verschiedenen Kulturen und es funktioniert, und dann funktioniert es in Hammer. Ich dürfte dich bitten, dass wir trotzdem nicht wild durcheinander reden, die Dame, die blonde Dame mit dem dunklen Pullover, bitte. Also ich wollte generell einmal was anmerken, weil sie wirklich total schade sind, weil sie zuerst die ganze Zeit angemerkt waren, dass wir faire Gesprächsbasis sind, aber zum Beispiel ich persönlich, und ich wohne in ein paar Straßenzüge, weil der Weg nicht offiziell informiert worden, das haben einfach Leute, die dort besorgt sind im Staat, was ich super finde, also wirklich ohne Frage. Ich bin halt im Land auch in der Stadt, wo ich sage, ich sage wenig Deutsch, ich hätte immer anders erwartet. Und ich würde es mal in Zukunft erwarten, wenn es dann weitere Gespräche sind, weitere Maßnahmen, weitere Ideen, auch wie jetzt, sage ich mal, die Leute gesagt haben, Schüler, Kindergarten, Beleuchtung. Man möchte vielleicht wirklich, es ist einfach ein Naherholungsgebiet für uns alle, wir gehen da spazieren, wir gehen Radl fahren, alles. Also ich würde mal einfach erwarten, dass da nicht nur jetzt die Information kommt, hier sind den Flüchtlingszahlen, hier ist was, was ich war, sondern einfach, was das wir jetzt, Entschuldigung fürs Putzen, aber damit wir uns einfach besser fühlen, da so mit der Gesamtsituation. Weil das Ganze entschieden ist. Das ist eh klar. Nutzen gerne und die nehmen genau den Wunsch gerne mit, wenn ich es richtig verstehe. Sie wollen über alle nächsten Schritte einfach genauer, geballter, umfassender informiert werden. Genau. Die Dame mit der Brille. Ich wollte jetzt noch Sie können sich zu jeder Zeit sicher sein. Schauen Sie bitte, also das müssen wir unserer Polizei und unserer Justiz schon glauben, dass man sagt, es würde da jetzt da gesagt werden, wenn da jetzt irgendwas passieren würde, dass man sagt, man hat dort jetzt ein erhöhtes Potenzial an Gefährdung. Und das haben wir einfach nicht. Das haben wir nicht. Und die Hoffnung für einen anderen Menschen kann man nie übernehmen. Dazu habe ich eine kleine Sicherheitsfrage, das ist sehr wichtig. Okay. Sie kommen, Sie schauen sich das am Fußball an. Das ist ein großer Mann, Sie brauchen keinen. Nein, nicht wegen dem. Ja, okay, aber bitte schauen Sie mal, ein Bürger aus Sam, wenn der aus dem Haus geht, dann muss er ja, wenn die Polizei an ihn herantritt, ja eine Personenkontrolle durchführen können. Das heißt, er muss einen amtlichen Lichtbildausweis mitführen, der Bürger von Sam. Das haben wir auch schon festgestellt. Was wäre die konkrete Frage, dass es ja auch Immigranten gibt, die was ihren Ausweis weggeschmissen haben. So kann man ihren einwandfreien leugnen und natürlich nicht. Nein, lassen Sie mich ausreden. Wir haben Sie auch ausreden lassen. Lassen Sie mich aussprechen. Das gebiert der Meinungsfreiheit in Österreich. Also, der Immigrant, der nach Österreich in dieses Unterkunft hier in Assam kommt und da hat keinen amtlichen Lichtbildausweis, von dem man dann nicht einwand rein leugnen und nachrecherchieren kann, darf der sich auch außerhalb des Lagers bewegen, so wie es auch der Bürger von Assam eigentlich nicht dürfte, wenn er seine Ausweiskontrolle nicht durchführen dürfte. Das ist die wichtigste Sicherheitsfrage generell. Es gibt keine wichtigere Sicherheitsfrage wie diese.
Schauen Sie, ich glaube, es ist schon beantwortet worden, dass es die Ausgangssperre in dieser Form nicht gibt. Nein, die Bürger, die keinen Ausweis haben. Was ich zu den Dokumenten sagen kann, ist, in dem Moment, wo die Menschen dem Land zugewiesen werden, haben sie ein fälschungssicheres Dokument, was ihnen vom BFA, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, in Kooperation mit der Polizei ausgestellt wurde. Ihnen wurden die Fingerabdrücke genommen, sie sind registriert und eindeutig zuordnenbar. Das ist für die Dauer des Verfahrens Ihr Ausweisdokument. Wir haben das haben wir aber beim Fritz Lahne gewusst. Das haben wir bei anderen auch nicht. Der Herr wartet schon länger, glaube ich. Noch eine ganz kurze Frage an den Herrn Holzer. Sie sind ja jetzt auch recht aktiv, auch mit der Integration. Gibt es schon Fortschritte, dass auf freiwilligen Basis Migranten zum Beispiel bei der Gemeinde mitarbeiten können? Beziehungsweise, wie weit ist jetzt der Schritt mit dem Dienstleistungscheck für die Haushalts- und Pflegeunterstützung? Entschuldigung, Herr Kollege, Sie sind von Servus TV. Ich würde bitten, schon die Pressefragen im Anschluss mit den Herren zu machen. Ich bin nicht von Servus TV. Verzeihung, dann habe ich es. Entschuldigung, der Kollege drüben. Nein, alles. Ich bin Techniker, arbeite aber in Oberösterreich mit der ORS zusammen. Also ich bin Techniker und arbeite in Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Mit der ORS zusammen. Und ich sehe da ein paar Bewegungen von Oberösterreich, wo ich aber gehört habe, Herr Holzer, Sie gehen auch Schritt für Schritt den Weg, haben aber relativ kurzfristig jetzt begonnen, der November ist noch nicht sehr lange her. Wie weit sind Sie da schon in den Bereichen? Ja, gemeinnützige Arbeit für Basis, Gemeinden, ja. Länder und Bund ist jetzt schon möglich. Was in Vorbereitung ist, ist, dass Asylwerber auch für gemeinnützige Organisationen gemeinnützige Arbeit machen dürfen. Es stimmt auch, dass man als Privatperson einen Dienstleistungscheck nehmen kann und dann auch Asylwerber zum Beispiel für das Rasenbeben beschäftigen. Das ist auch jetzt schon möglich. Und was das Land Salzburg ist, prüft, das ist auch, ob wir Asylwerber verpflichten können, dass sie diese gemeinnützige Tätigkeit machen. Und es gibt hier schon einige konkrete Ideen dazu. Wir haben jetzt am kommenden Wochenende eine Klausur dazu, wie wir das machen können. Weil das war immer die klare Ansage, auch unseres Landesrates, wir haben gesagt, die Menschen, die hier sind, die sollen auch arbeiten, weil das Arbeiten bei uns ein wichtiger Prozess und ein wichtiger Schritt für die Integration ist. Ich würde gerne den Herrn geradeaus zu Wort kommen lassen, der schon länger, genau, der schon länger probiert. Danke. Ich würde konkrete Fragen. Zum einen, das wurde vorher mal gesagt, dass das Gebäude vom Vermieter angeboten wurde. Das wäre meine Frage, wer ist der Vermieter? Das ist Frage 1. Und Frage 2 wäre, ob denn geplant ist, die Mittel der betreffenden Polizeidienststelle auch entsprechend aufzustocken, um eine verstärkte Präsenz sicherstellen zu können. Zuletzt habe ich dann noch eine Anmerkung zum Thema, wir sind ein freies Land, man kann die Leute nicht einsperren, bin ich bei Ihnen, sollte man nicht tun. Aber Rechte haben noch irgendwo Grenzen, und zwar dort, wo sie mit den Rechten anderer im Konflikt stehen. Und das Beispiel möchte ich Ihnen bringen. Wenn sich jemand zum Beispiel auf Reha befindet, ja, dann kann sich derjenige und diejenige, die können sich dann auch nicht frei bewegen, wie sie wollen, sie können. Ja. Aber wenn sie sich nicht an die Vorgaben halten, hat das Konsequenzen, zum Beispiel, dass die Reha beendet wird oder die eigene Kosten zu übernehmen ist. Also man kann Leute durchaus schon auch motivieren, ja, auch wenn man sie nicht zwingen kann. Also der Eigentümer, aber das kann man ja jederzeit im Grundbuch nachschauen, ist die Sandhügel Gebäudeverwaltungs GmbH, die uns das angeboten hat. Und wenn Sie es nachgoogeln über Firmen-ABC, finden Sie dann auch die Namen der Gesellschafter. Darf ich euch jetzt nicht drauf eingehen. Die, und dann war sozusagen die Frage nach den kollidierenden Rechten. Ja, auch da sind wir sehr konsequent. Wenn Personen sich an die Hausordnung im Quartier nicht halten, wenn sie
anderweitig Verpflichtungen verletzen, wie zum Beispiel Vermögenswerte nicht bekannt geben, Schwarzarbeit zum Beispiel oder etwas Ähnliches, dann verlieren sie auch bei uns den Anspruch auf die Grundversorgung. Bitte, der Herr wartet auch schon länger mit der Brille. Ich glaube, das werden wir mitnehmen müssen ins Gespräch mit dem Landespolizeikommandanten und weiter hinauf. Meine Frage ist nicht eingedacht. Meine Frage bezieht sich auf den Bahnübergang bei Saar. Das Problem ist jetzt, wenn die Leute aus dem Kasernenheim rauskommen, ist das Erste, was sie sehen, der Bahnübergang, wenn sie gerade ausgehen. Wenn sie dann rübergehen und die sehen sich oben und sie biegen rechts ab, dann sehen sie nicht, was in dem Tunnel ist. Hier gibt es keinen Spiegel, hier gibt es keine Kamera. Wenn sie schon die Sicherheit für uns alles absenken, dann ist meine Forderung, dass sie dort diesen Bereich schützen, indem sie dort Kameras installieren. Nicht installieren, Notruftasten installieren. Bis die Dame vorher schon gemeint hat, da geht es um die Sicherheit in diesem Nahbereich vom Gebäude, oder? Also nicht in der Lage, mein Plan ist, ich werde wegziehen. Ich werde nicht auf Wohnen bleiben. Aber viele Leute, die hier eigenes Wohnen haben, die sind nicht in der Lage, so schön wegzuziehen. Und ich möchte gerne nicht mehr. Danke. Jetzt die Dame daneben, bitte. Und ich mache gerne meine Runden und ich interessiere mich eigentlich nicht beim Sport machen in meiner Freizeit nicht zu müssen. Vorher war die Frage, ob er bei bestimmten Zonen wie Bahnübergängen Kameras, Notrufschalter installieren könnte und mit Lichtquellen versorgt werden, sodass auch Frauen, Kinder des Nachts beschwerdefrei hier durchlaufen können. Wie in der Pflege gibt es da in der Polizei einfach auch eine Überarbeitungsmenge, ist auf jeden Fall angekommen. Der junge Herr mit der Kopf. Lauter. Oh, bitte. Was kostet das denn alles? Gibt es da vom rechten Zeug und tschüss. Ich glaube, einzelne Unterrechner wird schwierig. Gerhard Feichtner, glaube ich, kennt die Eckdaten zum Gebäude selber. Also ich kann Ihnen die Eckdaten zum Gebäude sagen, weil es auch schon in einer Landtagsanfrage von Herrn Landesrat beantwortet wurde. Die monatliche Miete beträgt 26.500 Euro. Was die Umbaukosten genau beträgt, wissen wir noch nicht, weil wir hier noch in der Planung sind. Aber da hat uns die Landesregierung eine Obergrenze gesetzt, die einzuhalten ist mit maximal 2 Millionen Euro. Das ist so. Ja. Was die Grundversorgung selbst betrifft, das können Sie auch nachlesen auf der entsprechenden Homepage des Landes, auf der Seite des Sozialressorts. Es ist ein organisiertes Quartier, also eine Sachleistung. Das heißt, die untergebrachten Personen selbst erhalten im Selbstversorgungsquartier 49 Euro wöchentlich, um sich ihre Verpflegung einzukaufen und einmal monatlich 40 Euro für den persönlichen Bedarf. Alles andere ist eine Sachleistung, wofür das Rote Kreuz dann einen Tagsatz erhält. Und also der Tagsatz beträgt abzüglich des Verpflegsgeldes österreichweit einheitlich festgelegt 25 Euro pro Person und Tag. Auch das ist also in den entsprechenden Verordnungen und Gesetzen nachzulesen. Die Dame mit der Brille bitte übernommen haben.
Jetzt würde ich gleich sagen, die sind bankrott gegangen. Jetzt weiß ich nicht, wie die Erfahrungen des Roten Kreuzes im Einkaufsverhalten zum Beispiel im Flussbauhof sind. Meine Erfahrung ist, dass sie nicht automatisch sozusagen den nächstgelegenen Sparsupermarkt aufsuchen, sondern einerseits genauso auf der Suche sind nach Discountern, da durchaus auch also, mobil sind. Ja, und Sie haben natürlich auch recht, also rund um den Bahnhof sozusagen diese Einkaufsmöglichkeiten werden vermutlich auch genutzt werden. Aber ich glaube nicht, dass es automatisch heißt, dass sich alles zum nächstgelegenen Spar orientiert. Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich kann Ihnen sagen, wir machen das so, es ist ja gleich auch mit ärztlichen Leistungen. Und es ist, die Häuser werden in Etappen eingeteilt oder Stockwerke eingeteilt, Distrikte eingeteilt und dann wird zu den Bewohnern gesagt, Distrikt 1 geht in diese Richtung, Distrikt 2 geht in diese Richtung. Also das macht man. Naja, wir machen das so, dass wir das den Leuten sagen. Oder stellen Sie einem. Ja, mit den Leuten machen wir es ja. Freilich, klar. Und das wird ja. Ja, das wird ja am Anfang auch begleitet durch uns. Wir gehen ja da mit. Ja, wohl, wenn man heute einkaufen geht, geht man einkaufen. Nicht? Und wenn natürlich mehr Leute geben, dann... Es ist einmal ja so, selbst wenn die ganzen Nahversorger geflüchtet oder emigriert, das Hofer, Bilder, alle weg. Ja. Die sind pleite gegangen. Ach, oh, ja. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen ein bisschen sachlich beim Thema bleiben. Die Standortwahl von der Supermarktketten mit dem Thema verknüpfen. Die Dame da vorne zeigt schon länger auf, bitte. Ja, meine Frage ist, das ist jetzt beschlossene Sache im Grunde genommen. Und im Grunde genommen sind wir ja hierher gekommen, um eine Unterschrift abzugeben, ob wir dafür sind oder dagegen. Nein. Also im Grunde genommen ist diese Unterschrift egal, ob wir sie geben. Es geht nicht um die Frage, ob es dafür oder dagegen sind. Wir sind da, um Sie zu informieren. Aber das ist schon beschlossen. Wie das Ganze abgeben. Die Dame fragt nach, ob die Unterschriftenaktion, die hier gesammelt wurde, nun obsolet geworden ist, weil die Bürger hier dachten, hierher kommen zu können, um darüber zu debattieren, ob sie das nun verhindern können, diese Aufbringung der Flüchtlinge. Und jetzt bemerken sie, dass die Unterschriften eigentlich umsonst sind, weil es beschlossene Sache ist. Wo man zigtausend oder weiß ich nicht wie viele Leute unterbringen kann in der Stadt Salzburg. Das ist auch etwas, was mich persönlich als Mutter wahnsinnig stört. Ja, wo ich mir denke, was tut sie für die eigene Bevölkerung? Vollstes Verständnis, aber ich glaube, das Thema können wir heute nicht erschöpfend beantworten. Wir sind da, um über das Quartier in Saal zu sprechen. Und die Dame hat, glaube ich, noch eine konkrete Frage gehabt dazu. Es geht wieder um die Sicherheit und zwei Fragen. Die erste ist, die Asylwerber haben die Vorschrift, dass sie impfen gehen müssen, weil ich habe eine sehr liebe Freundin, die ist Ärztin und die sagt, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich sage, die schleppen so viele Krankheiten wieder ein, die wir gar nicht mehr haben. Ja, das bei uns gar nicht mehr gibt. Gibt es Impfpflicht für die Asylwerber? Da geht es ja nicht um Covid. Ja? Da geht's ja, das kann ich dann der Anton Rötzer beantworten. Ach so, okay, da geht es ja nicht um Covid, sondern um Krankheiten, die es bei uns nicht mehr gibt, quasi ausgerottet sind. Ja? Das Bundesamt für Asylwesen, das macht einen Gesundheitscheck, sobald die Personen in die Bundesquartiere kommen. Das heißt, bevor jemand in das Bundesquartier in Bergheim kommt, wird ein Gesundheitscheck gemacht.
Und wer geimpft, wenn es notwendig ist? Oder? Ja. Okay. Es geht um die Impfung, falls es nicht hörbar war. Und zwar, ich weiß nicht, ob das von Ihnen beeinflussen kann, weil ich weiß, nur vor ein paar Jahren ist mein Sohn Taekwondo gegangen und da waren ganz viele Asylwerber drinnen. Er hat dann aufgehört, weil es so brutal geworden ist. Und ich habe einfach die Bitte, dass die nicht mehr angehalten werden, zum Beispiel Taekwondo oder Judo oder irgendwas zu gehen, weil da wird das Ganze nur brutaler. Da können wir unsere Kinder nur so sehr in Selbstverteidigungskurse schicken, haben die keine Chance mehr. Ja, weil die sind ja selber schon so kräftig, die jungen Männer. Und dann machen sie das auch noch. Ich glaube, was mir einfach ein Anliegen wäre, ist, wir wissen jetzt noch nicht, wer kommt und wer kommt. Wir sind da und bei Bitte ist einfach, dass sie dann kommen. Also wirklich, wir haben die beste Erfahrung gemacht, dass die Leute direkt zu uns kommen. Wir sind 24 Stunden da, ihre Anliegen vorbringen und wir dann wirklich schauen, welche Lösungen können wir finden. Also das ist die Quartiere, das Familien, ja. Die Quartiere, die wir betreiben, da sind wir wirklich sehr bemüht und unternehmen viel, um die Integration zu machen. Wir machen auch Kurse, um das zu beschleunigen. Aber das, was ich einfach bitte, ist, wenn Ihnen was auffällt, dann bitte kommen Sie. Wir werden auch am besonders bevor das Quartier eröffnet wird, noch mal einen Tag der offenen Tür machen. Wir stellen Ihnen unser Team vor. Das sind erfahrene Leute, die auch Schulungen haben. Also ich denke auch, wenn es dann soweit ist, bitte kommen Sie, schauen Sie sich an und bitte melden Sie sich. Also uns ist ganz wichtig, wenn Sie selber die Erfahrung haben, bitte kommen Sie mit Ihren Anliegen, wir werden uns darum kümmern. Die Frage wurde nicht so gut beantwortet. Der Herr da hinten übrigens auch, der sagt seit 20 Minuten. Habe ich gesehen? Bitte. Die Dame wollte vorher wissen, ob die Flüchtlinge weiter noch in Kampfkunst ausgebildet werden. Ihr Sohn macht Taekwondo, hat aufgehört, weil sehr viele Flüchtlinge drinnen eben Kampfkunst finanziert bekommen. Ich habe es zwar so verstanden und jetzt habe ich das auch so verstanden, wenn Sie sagen, 2022 haben Sie das schon beschlossen, dann hätte 2022 schon genau dieser Abend sein müssen. Ich denke, dass wenn ich jetzt so ein 2022 wurde schon diese Unterkunft beschlossen und die Dame fragt, warum nicht damals schon 2022 diese Veranstaltung hier eröffnet wurde, wo man noch Einwände einbringen konnte für eine Verhinderung dieses Lagers, Quartiers, nicht Lagers. Oder verpachtet, oder wie es heute ist. Und die Stadt plant jetzt da, weil wir halt Flüchtlinge aufnehmen müssen, da etwas zu machen damit. Ist alles okay. Nur dieser heutige Abend, der hätte mindestens 2022 oder Anfang 2023 da stattfinden müssen. Das ist das Erste, was ich zu dem heutigen Abend sage. Das Zweite ist, ich komme zufällig von Enns in Oberösterreich und mein Cousin war Abt im Stift St. Florian. Das heißt, da hat sich bei mir, bei unserer Familie, schon vor Jahren, also wir reden jetzt von 15 weg bis heute, immer wieder die Frage gestellt, warum müssen wir in der Stadt am Land, in Dörfern, diese Flüchtlinge aufnehmen? Warum können wir nicht diese leerstehenden Klöster, die wir in Österreich haben, und wo der Herr Feuerbauer irgendwo war, der da kurz redet auch für seine Leute, es ist ja auch das Leerstehen. Verzeihen Sie mir, dass ich eingreife, aber ich glaube, die Frage können wir hier nicht beantworten. Die Dame hat doch noch nachgefragt, warum man die Flüchtlinge nicht in leerstehende Klöstern unterbringt und stattdessen immer Städte und Dörfer dafür herhalten müssen. Ein schon fix eröffnen wollen zum Leidwesen der Samer und der Gegner, hätte man das schon vorher so eine Runde besprechen können. Und dann wäre es fraglich gewesen, ob es wirklich daher
in dem Wohngebiet hätte sein müssen. Warum haben wir so nicht erfahren? Genau. Sie fühlt sich zu Unrecht vor veränderten Tatsachen gestellt. Und jetzt sage ich nur was Lustiges. Lass uns bitte Antwort aufgeben. Ja, bitte. Ich bin ein Mensch, ja? Ich unterrichte freiwillig, ohne was, dass wir zahlen müssen, selber. Die Dame ist Menschenfreund, darauf will sie bestehen. Sie unterrichtet freiwillig auch Menschen. Also stellt sie auch ein Herzen hier dar. Wir haben einen Paketzusteller. Da kommt Friedman Packet und ist auch ein Zugewanderter. Sie spricht über einen zugewanderten Paketzusteller in Sam. Er ist anscheinend sehr lieb und mit ihm redet sehr viel. Wie es ihm geht und so weiter und so fort. Jetzt muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Er als Zugraster, als auch Emigrant. Er als Emigrierter teilt dir mit. Unter Freunden, die so reden miteinander. Nicht? Und haben sich auch vor ihm mit dem Mund verboten, weil er hat sie alle verstanden. Er redet ja Arabisch. Und sagt er, höre ich, wie Kollegen aus dem arabischen Raum. Er hört, wie aus seine Kollegen aus dem arabischen Raum am Telefon mit der Heimat telefonieren. Und teilt den Menschen in der Heimat mit. Es waren einige. Braucht euch keine Sorgen machen. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ihr müsst es nur hierher schaffen. Ihr müsst es nur hierher schaffen. Egal was ihr anstellt. Egal was ihr anstellt. Egal was es kostet. Egal was es kostet. Verkauft alles. Weg und. Hauptsache ihr schafft es nach Österreich. Hauptsache ihr schafft es nach Österreich oder Deutschland. Da braucht ihr euch dann um nichts mehr zu kümmern. Die anderen, die jetzt da in Österreich Schutz gefunden haben, sie ist mit der Heimat telefonieren, also mit den Cousins. Dies alles hat dieser Migrant, dieser Dame im Vertrauen mitgeteilt. Hauptsache du schaffst es hierher, weil da fliegen da praktisch gebratene Daumen. Da fliegen ja so sinnbildlich die gebratenen Tauben. Naja, aber wenn die in der Heimat eh Telefone haben, geht's ja da ja gar nicht so schlecht. Ich hab mir sagen lassen, in manchen arabischen Emiraten geht's gut, die verkaufen uns freier Öl. Ich glaube, dass wir diese Fragen heute hier nicht lösen können, aber wenn es konkrete Fragen zusammen gibt, der Herr mit der Brille. Na, nehmen Sie einmal, Entschuldigung. Darf ich bitte. Ja, aber nehmen Sie den Herrn. Darf ich bitte trotzdem so weiter. Er kommt, ja, nehmen wir gleich beide mit. Also, nachdem ja diverse Rechtsrahmen ignoriert worden sind, auf das kann man nur eingehen. Es ist jedenfalls so, dass wir mit diesen Flüchtlingen leben müssen. Was sich dabei mir nicht erschließt, ist Folgendes. Warum schafft die jeweils beauftragte Gebietskörperschaft es nicht, kleinere Einheiten zu schaffen? Warum muss man derart viele Hundertschaften an Asylwerbern zusammenballen, die dann eh noch unterschiedliche Ethnien sind, die einen bleiben so lange, die anderen so, also mit dem Argument zu kommen, weil das dann eine bessere Vor-Ort-Betreuung ist, die erschließt sich einem überhaupt nicht bei näherer Betrachtung. Warum schafft man es nicht? Also Ihnen geht es darum, warum müssen da 200 sein und warum können nicht weniger da sein, oder was? Nein, es geht jetzt um uns an. Es gibt ja, wenn die Stadt kommen und sagen, ja, es scheitert an den
Ich bin noch nicht zu Ende. Es scheitert nicht an den privaten Vermietern, sondern auch hier handelt es sich bei diesem Objekt um ein vormals gewerblich genutztes Objekt. Aber es geht um die konkrete Frage. Warum schafft man es nicht? Warum ist man nicht willens, hier kleinere Einheiten? Fragen ja, Mutmaßungen gerne, aber die können wir nicht beantworten. Vielleicht, was die Größe betrifft. Sie nicht mutmaßen, nicht was an. Also, wir haben im Bundesland derzeit 168 Quartiere in allen Größen. Dabei sind auch Wohnungen. Nur das Thema Wohnungen ist besonders kritisch. Ich habe vorhin eine Wortmeldung gehört, dass sozusagen Ihre Söhne keine Wohnung finden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was los ist, wenn wir jetzt als Land Wohnungen anbieten im Wohngebiet, um dort Asylwerber unterzubringen. Einspruch, ich habe dezidiert von gewerblichen Objekten gesprochen. Hier handelt es sich aktuell um ein gewerbliches Objekt. Gibt es genauso für kleine Leerstände in allen Ortschaften in der Stadt Salzburg, finden es rechts und links der Salzburg. Und ich habe dezidiert darum ersucht, nicht auf den privaten Mietsektor zu gehen. Das tun Sie mit Ihrer ersten Antwort. Das ist nicht in Ordnung. Einspruch angenommen. Es ging nicht um Wohnungen, sondern um gewerbliche Flächen. Natürlich, und wenn wir Objekte angeboten bekommen, dann wird das aber bautechnisch geprüft und dann müssen wir schauen, ob das dann auch finanzierbar ist. Auch wenn das, wenn Sie die Summen gehört haben, Sie müssen das herunterbrechen dann auf den Platz, auf den Betreuungsplatz. Das ist der entscheidende Punkt. Und es, wenn Sie mir Objekte nennen können, und wir können nachher gerne darüber reden, wir sind dankbar für jedes Objekt, auch wenn es kleine sind, das uns angeboten wird. Wir sind dankbar. Und das Land versucht seit 2015 Grundstücke zu finden, Objekte zu finden, aber es ist ja nicht so recht. Und was wir nicht wollen, ist, dass wir ins Wohngebiet gehen, das habe ich schon erwähnt, und deshalb sind wir bei diesem Objekt im Gewerbegebiet. Also die herzliche Einladung im Anschluss mit Herrn Holzer zu sprechen und Vorschläge zu machen. Der Herr mit der Brille und dann habe ich den Herrn da drüben. Wir haben jetzt schon sehr zahlreich gehört von den Vereinigten Frauen und Kindern. Von denen dürfte ich oder Ihnen glaube ich niemand. Ja, um das geht es nicht. Die sind aber schon untergebracht, nämlich im Herr-Teswa-Asyl und in den diversen Modellen, wo sie sind. Von denen dürfte sich keiner. Was ist jetzt konkret? Wenn Sie sich an den Bund melden, 196 Plätze waren noch frei. Die sind meinetwegen für Familien geeignet. Der Bund hat schicken Ihnen 196 männliche Afghanen. Kann das dann sein? Ich kann sagen, nein. Ja. Das ist eine sehr hypothetische Frage. Ja, Tom, ich wollte auch noch weiterreden. Wir können ein Stück weit Nein sagen. Und wir können aus Quartieren auch umverlegen. Daher bitte. Ich hätte eine Frage an die Politik, an den Herrn Landesrat Schweiger. Wie die Dame schon gesagt hat, hätte dieses Gespräch schon viel früher stattfinden sollen. Und wie ich das Ganze verstehe, ist ja diese Versammlung nicht aufgrund vom Land her zustande gekommen, sondern von privater Initiative. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist das. Dann darf ich kurz korrigieren. Die Veranstaltung ist vom Land organisiert, vom Land eingeworden und informiert worden. Eine private Initiative hat es dann sich selbst auf den Weg gemacht und hat das sagt stärker und das Volk gebracht. Okay, gut. Gut, dann ist das okay für mich. Aber warum hat die Politik da uns in Zahn und im Ziegel nicht früher über dieses Vorhaben informiert? Und warum kann ich, bevor das beschlossene Sache ist, darüber diskutiert werden? Es fehlt dort total die Transparenz der Landesregierung bzw. des Landes und der zuständigen Politik. Und das muss ich eine Chance haben. Das ist einfach nicht richtig, über uns so drüber zu fahren. Ja. Warum wurden die Bürger nicht vorher schon informiert? Die fehlende Transparenz wird angeprangert. Ja, also jetzt muss man jetzt an zwei gehen. Und es war zuerst der Wohnstau
bei dieser Versammlung Ja oder Nein zu stimmen. Ich kann euch nur sagen, diesen Platz in diesem Land Salzburg gibt es nicht, wo man auf so einer Veranstaltung mit einem Ja hinausginge. Diesen Platz haben wir noch nicht gefunden. Und wenn es mir einen sagt, dann fahren wir morgen Vormittag schon hinterlos in jeden Termin liegen. Den gibt es nämlich nicht. Ja. Zweitens, ich habe Mitte Juni diese Aufgabe übernommen. Und das ist ja nicht jetzt das Lieblingsfach, weil das ist sehr schwierig. Aber ich bin gerne bereit, das zu tun und habe einmal mich gerade mit dem Herrn Magister Feichner mit allen einmal informieren lassen, was ist Stand, wo sollen wir hin, wo gibt es Unzulänglichkeiten, wo ist Handlungsbedarf, wo muss man auch mehr vernetzen mit dem Arbeitsamt, wie können wir es machen, dass wir die verpflichtenden Deutschkurse tatsächlich verpflichtend machen, diese Wertekurse tatsächlich verpflichtend machen und die Menschen in Arbeit bringen. Weil ja einige Freunde scheinbar in diesem Land, zumindest wenn man den Zeitungen glaubt, das darf's glauben, die fehlen, die Menschen, die arbeiten. Und da sind sicher welche dabei, man kann nicht gleich sagen, die sind lauter Faule und die können wir in diesem Land nicht brauchen. Ein bisschen so ist diese Stimmung da herinnen. Und wenn da manche irgendwann einmal in einen Lebensabschnitt kommen, wo sie jemanden bräuchten und wir haben es nicht, dann haben wir vielleicht heute schon den ersten Fehler wieder gemacht. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, der sich gut auskennt, weil das natürlich einer der ersten Gesprächspartner war, das Rote Kreuz sowie die Diakonie und andere. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir einen Plan aufstellen. Und das habe ich seit Juni getan. Wir waren da auch schon mit Vertretern, den unmittelbaren Nachbarn vor Weihnachten beieinander in einer kleineren Runde und haben gesagt, wir machen jetzt den Termin. Und weil da jemand gesagt hat, dass uns da nicht wird, ich kann euch sagen, es gibt immer wieder eine Wahl. Und wenn man dann nicht diesen Mumm hat, nicht zu kommen, weil wieder irgendwas ist, ich kann euch sagen, das passiert mit und ohne uns. Aber die Verantwortung, die ich jetzt die nächsten 5 Jahre habe, die nehme ich wahr, so wie heute, so wie in den letzten halben Jahr. Und wenn Sie mir die Frage stellen, warum der Ressortchef oder die Ressortchefin, damals der Ressortchef, damals nicht gekommen ist, ich weiß es nicht, ich stehe für meine Aufgabe, die ich in den nächsten 5 Jahren habe und ich kann euch versprechen, ich habe einen fairen Partner. Und wir müssen natürlich auch mit der Stadt zusammenarbeiten, weil gewisse Infrastruktureinrichtungen, gerade mit Beleuchtung, Einbiegen in das Tunnel oder sonst etwas, nicht wir alleine machen können, sondern da geht es ja um die Stadt und das werden wir gemeinsam vollbringen. Jetzt kann man sagen, wir geben da mal ein gewisses Grundvertrauen hinein oder man gibt dieses Grundvertrauen nicht hinein. Und ich kann euch nur sagen, so wie ich die anderen kenne und das Prozedere, wie es abläuft und dergleichen, habe ich jetzt nicht die Angst, dass uns plötzlich beim sechsten in diesem Land, beim sechsten größeren, dort ganz andere Probleme erwarten, wie wir sie schon an anderen Orten gelöst haben. Wir haben irgendwann einmal das erste gehabt. Das war schwierig. Wir haben irgendwann einmal das zweite gehabt. War auch nicht einfach. Aber jetzt können wir schon sagen, wir haben die Erfahrungswerte, und zwar diejenigen, nicht die nur reden, sondern die das tagtäglich tun. Und wir können das jetzt dann ausufern und ausufern. Ich kann euch nur sagen, eines ist das Gefährlichste. Wenn man an Brennpunktplätze da so Sachen macht, dann schauen wir uns gewisse, ich habe einmal eine Zeit lang in Wien gelebt und da hat es auch eine Siedlungspolitik gegeben, wo man einfach gewisse Gebiete herausgenommen hat und die immer mit den gleichen beschickt hat. Ich kann euch nur sagen, das ist die schlechteste aller Varianten, weil dort schafft man geradezu diese Brennpunktzellen und das mal lieber. Und vielleicht eines noch. In den wo? Ja, ich kann euch nur sagen, ich bin für den Bahnhof nicht verantwortlich, aber ich bin jetzt für diese. Aber jetzt habe ich eine Frage. Warum gehen Sie nicht selber in die Politik? Genau. Warum? Ich bin aufgestiegen. Gehen Sie selber in die Politik und gehen Sie aber in jenes Gremium, das für den Bahnhof zuständig ist. Das ist nicht das Land, sondern ich bin jetzt für das Land verantwortlich und für diese Aufgabe. Und wissen Sie, aus der dritten Reihe und dem Fall jetzt aus der fünften Reihe, Viererkeppeln, was man nicht alles tun sollten. Ich wünschte mir, so wie viele in der Caritas, auch mehr Ehrenamt, wo mehr irgendwie so sagen, wir packen gemeinsam an und sagen nicht immer das, was verkehrt läuft in diesem Land. Wissen Sie was? Wissen Sie warum?
weil irgendwann übersieht man vor lauter Keppeln, dass einiges auch gut läuft. Und in dieser Stimmung sind wir gerade so. Und es ist jetzt nicht so, dass alles schlecht ist. Momentan leben wir in einer Zeit, wo nicht einmal mehr das Gute gut sein darf. Und deswegen ist das, was nicht so gut ist, gleich gar so schlimm. Und ich glaube, da ist jeder von uns. Ich kann euch nur sagen, jeder kann sich da dazu nehmen und sagen, packen wir es gemeinsam an. Und wissen Sie, wenn unsere Urgroßeltern, die nicht mehr unter uns sind, die nach dem Krieg das aufgebaut haben, sehen, wie es uns heute ginge, würden sie sagen, wahrscheinlich haben wir nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht, wenn es denen heute so geht. Und heute sind wir da und sagen, wie schlecht es uns allen geht. Und da müssen wir ein bisschen aus dieser Welle raus, weil sonst haben wir irgendwann einmal im Leben keine Freude mehr. Und das ist das Wichtigste. Das gönne ich Ihnen und das gönne ich mir. Entschuldigung, ich habe eine Frage an Sie. Ich würde konkrete Fragen zu Sam bitte gerne noch mitnehmen eine Runde. Und die Frage da hinten war schon sehr lang. Ich hätte konkret auf diese Aussage dann gerne eine Frage. Bitte? Jetzt davon aus, dass ihr verantwortungsvoll auch das Umfeld geprüft habt. Ja. Es ist vielleicht jemand über diese Überführung gegangen, hat das Donner gesehen. Warum muss, es steht euch fest, ja, warum muss ein halbes Jahr vorher dann gesagt werden von den Anwesenden, da könnte man eine Kamera anbringen, da könnte man beleuchten, bitte, wieso ist das nicht schon lange geschehen, wieso kann man das für so eine Infoveranstaltung nicht zusagen? Eine konkrete Frage? Es war Sicherheitsfrage von der Dame jetzt über die fehlenden Kameras. Warum wurden die nicht schon vorher festgelegt? Warum müssen die Bürger das jetzt anfragen? Ich hätte eine Frage an den Herrn, der... Nehmen wir mit von Ihnen ab, bitte kurz. Ja. An den Herrn, der gerade gesprochen hat, ich bin, was die Menschlichkeit angeht und das Abwerten von Menschen aus anderen Kulturen, ganz bei Ihnen. Meine Frage konkret ist das, wie viel daheim, weil Sie es angesprochen haben, war Bergheim? Sie haben gesagt, es gab ein erstes, das war schwierig, es gab ein zweites, das war schwierig. Das wievielte war Bergheim? Bergheim war damals, aber nachdem wir gesprochen, die erste große Unterkunft, die wir 2015 im September vereinbart haben und dann auch belegt haben. Es waren weit über 400 Plätze. Okay, danke, dann habe ich dazu jetzt eine Frage. Es ist vorher gesprochen worden, es gibt einen medizinischen Check, es wird geimpft und so weiter. Ich bin gebürtiger Salzburger und ich kann mich erinnern, Bergheim ist durch die Schlagzeilen aller Medien gegangen, weil es dort ein Gesundheitsproblem gab. Wie funktioniert das, wenn man das alles so gut im Griff hat, dass wir dann plötzlich doch ein Problem haben? Warum reden wir, wenn diese Menschen alle so unproblematisch sind, jetzt plötzlich über, na, wir machen da das Lichtheller, wir machen da eine Kamera? Braucht man ja doch nicht, dann ist ja alles gut. Die Polizei braucht nicht mehr Leid, das Rote Kreuz kommt mit 5 Mitarbeitern. Jetzt können wir ein bisschen da würde ich bitten, dass wir doch ein bisschen bei der Sache bleiben. Ja, aber es ist ja so. Ist es Ihnen auf der anderen Seite nicht recht, dass wir die Anliegen der Leute aus der Umgebung mitnehmen, dafür wir heute da sind und ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen, oder? Weil dafür wären wir eigentlich... Naja, das haben Sie ja nicht, Sie haben ja vorher kaum befragt. Ja, genau. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Nein, ich mache ja auch Ihnen nicht den Vorwurf, aber wenn Sie sagen, es geht da jetzt um die Bürgernähe, um die Sorgen der Ängste, dann hätte man vielleicht vorher mal fragen müssen. Genau. Nehme ich genauso gern mit. Gut. Ist der Kollege? Dass wir die Situation haben, dass die Menschen da sind, ist klar, dass die Politik da ist und was tut. Finde ich auch sehr gut. Die Vogelstrauß-Taktik hat noch nie funktioniert. Das muss man ganz klar sagen. Es ist auch gut, dass Personen dahinter stehen, hinter den Projekten. Nur mit der Einbindung von den Personen, ja, natürlich mit der Ukraine, sind noch um einiges mehr Leute nach Salzburg gekommen. Und es ist auch logisch, dass viele kleine Quartiere mehr kosten als ein großes. Als Techniker ist es komplett logisch. Und dass der Markt, der Immobilienmarkt in Salzburg überzeichnet ist, maßlos, ist auch logisch. Das sind aber Probleme, die was man jetzt in dem Bereich nicht lösen kann. Das ist auch, das werden wir nicht lösen können. Genau, das ist ganz klar. Und keiner von uns hat die Lust, wenn wir jetzt gar nichts tun, dass die Volksschulen, die Turnsäle einfach wieder dann beschlagnahmt werden.
Jetzt glaube ich, ist das Sinnvollste zu schauen, wie kann man miteinander zusammenkommen und mal schauen Schritt für Schritt und wirklich einmal sagen, welche Sachen stehen aktuell an. Man kann alles schwarz malen. Ja klar, ich muss sagen, ich bin auch mit 6,5 ins Land gekommen. Migrationshintergrund, okay, ich komme aus Zürich, tue mir vielleicht ein wenig leichter. Aber, ja. Nehmen wir mit, bitte eine konkrete Frage noch, damit wir langsam zu einem Ende kommen, damit die Leute, die noch da sind, uns nicht mittendrin gehen müssen. Okay. Können wir eine Runde an Fragen noch mitnehmen? Ja. Bitte kurz. Ich war schon mal vor kurzem so ein Fall verwickelt, deshalb interessiert es mich, wenn es doch einmal passieren sollte, dass ich persönlich oder mit meinem Eigentum von einem Asylwerber da jetzt in Sam in dem Haus geschädigt werde, wer ist dann zuständig für Haftung? Wo melde ich mich als Geschädigter? Wer haftet für Schäden und Gewalttaten? Oder Essenslieferer, der mit Vorrat aus. Also die Haftungsfrage, bitte Herr. Ich hätte eine Frage an den Betreiber vom Roten Kreuz und die Frage stellt sich, glaube ich, viele Kinder, die ich selber einer bin und die durchaus sehr hilfsbereit sind. Wie kann man helfen? Wie kann man den Kontakt aufnehmen? Wie kann man auch als Bürger von Sam helfen? Und bedenken einfach von einem Kenner, dass man vielleicht auch dort auch immer wieder Veranstaltungen, wo sich Anrainer einbringen kann. Danke für die Meldung. Ja, es gibt die Möglichkeit. Die erste Möglichkeit gibt es, bevor wir es auch machen, weil wir dann sozusagen auch das Team vorstellen, die Ansprechpartner. Und wir machen immer wieder auch Veranstaltungen. Wir freuen uns sehr, wenn auch die Menschen hinkommen und sich das anschauen. Wir werden in Absprache, wir freuen uns auch immer, wenn es Menschen gibt, die haben Deutschbedarf, also vor allem Deutsch lernen ist ein großes Thema. Und wir haben auch immer wieder so Mentoren, die wirklich sozusagen sich Menschen, Familien aussuchen, die sie dann begleiten. Also meine Bitte wäre einfach, wenn wir es dann auch machen, das wird im Herbst sein, September, so wie es jetzt ausschaut, wir werden das kommunizieren, dass es einen Tag der offenen Tür gibt und auch dann die Telefonnummern etc. ganz bekannt geben. Sehr, sehr, sehr gerne und wir freuen uns sehr, wenn die Familie unterstützt wird. Ich würde den jungen Herrn gerne noch zu Wort kommen lassen. Bitte nur noch kompakte, konkrete Frage. Ich glaube, die Frage haben wir heute schon einmal gehabt, dass es... Nein. Ich hab's nicht vergessen. Ich möchte ein paar Fragen zusammenfangen, damit wir zu einem Ende kommen, die gesammelt beantworten und dann auf der persönlichen Ebene noch reden können. Der junge Herr sagt, dass er den Augen schon hat. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, weil ich habe heute noch von keinem Menschen irgendwie einen Funken von Solidarität verspürt. Es geht vollkommen um Menschen. Es geht um Menschen, einen Teilnehmer hier geht es darum, dass ihn unter den Gästen, die hier in Sam, die Bürger von Sam hier, die fehlende Solidarität zu den Flüchtlingen fehlt. Dann werden viele Spekulationen, was auch immer vorweggenommen worden, aber ich glaube, es gibt einige Menschen, die gerne helfen würden, und da schließe ich mich an und Fragen würden somit beantwortet. Dann würde ich vorschlagen, vielen Dank. Wer kann mir die Haftungsfrage noch beantworten, weil ich würde vorschlagen, nachdem viele schon aufbrechen, dass wir es dann, die Damen und Herren sind noch ein bisschen da für persönliche Fragen, direkte Fragen, damit niemand davonlaufen muss, würde ich vorschlagen, dass wir es in der großen Runde zu Ende bringen und auf der persönlichen Ebene weitermachen dann im Anschluss. Also ehrlich gesagt, ich kann Ihre Frage nicht beantworten.
Da braucht man eine Juristin der Sozialabteilung dazu, um das zu beantworten. Und wenn Sie mir eine Karte geben, dann können wir das gerne machen. Wir können die Frage aber dann auch auf die Homepage, die wir gemacht haben, können wir natürlich die Frage auch hinaufgeben und die Antwort dazu. Bitte? Ganz kurz. Ich möchte immer strapazieren, aber mir hat die Meldung von dem Herrn da drüben sehr gefallen. Nämlich die Frage, wie können wir in Kontakt treten? Ich kann euch sagen, ich wohne am Seitenbachweg drüben. Im Beruf bin ich Geschäftsführer im Kulping aus Salzburg und ich habe seit Jahren und Jahrzehnten Erfahrung in der Unterbringung mit afghanischen jungen Männern. Jetzt habe ich Syrer im Haus und aus allen Herren Ländern sind sie zu mir gekommen. Ich weiß nicht, ob euch das beruhigt oder ob es was glaubt, aber ich kann euch sagen, ich habe keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Viele arbeiten in der Gastronomie, in anderen Bereichen der Landes hat schon gesagt, die werden wir einmal brauchen, weil wir die Fachkräfte nicht haben. Darf ich bitte ausreden? Ein Bürger behauptet, dass er Erfahrungen mit solchen Flüchtlingsheimen hat, noch nie Probleme hatte und beteuert an die Bürger von Sam, dass wir noch froh sein werden, dass wir diese Fachkräfte bald brauchen werden. Das, was zu uns kommen wird, was Neues ist, was Fremdes, macht Angst. Die können wir dann überwinden, wenn wir uns begegnen und mit zueinander stehen. Ich glaube, das ist wichtig. Danke. Ich darf noch einmal festhalten, das Land Salzburg bemüht sich um einen weiteren Informationstermin. Das haben wir sehr eindrucksvoll zur Kenntnis genommen, dass die Nachfrage deutlich größer war als das Platzangebot. Also das haben wir auch. Ich sage danke fürs Mitdiskutieren, fürs Fragenstellen. Es stehen die Kolleginnen und die Kollegen noch weiter zur Verfügung für direkte Fragen, persönliches Gespräch. Also bitte nicht zögern, herkommen, miteinander reden. Und ich darf mich bedanken für die doch gesittete Diskussion. Unterm Strich hat es was, glaube ich. Und hoffe, dass wir Ihnen in naher Zukunft und in weiterer Zukunft noch umfassender und noch direkter Informationen zukommen lassen können. Ich kämpfe da mit den Neos-Bonbons von der letzten Politveranstaltung. Ja, der Roman hat gerade festgehalten, wir sind jetzt draußen, er ist beim Meditationsräucherstäbchen und das hat er sich jetzt auch wirklich verdient. Hier hängt ein Spendenaufruf der Caritas Salzburg, wo drauf steht, weil ein Einkommen nicht garantiert, dass alle damit rauskommen. Ja, was soll ich sagen? Wenn die Caritas weiß, dass es Leute gibt, die ein Einkommen haben, das nicht fürs Auskommen reicht, aber man dann hört, dass wir uns in Österreich, und ich habe das da drinnen bei dieser Sitzung heute angesprochen, tatsächlich leisten, Leute aufzunehmen, für deren Elend wir mit indirekten Waffenlieferungen oder Waffenkäufe mitverantwortlich sind, beziehungsweise die tausende Kilometer von uns entfernt sind, wo wir also nicht den Status des Flüchtlings, und das ist was ich an dieser Stelle bei aller Humanität irgendwann einmal einfach echt sagen möchte, ich kann es nicht mehr hören, man spricht immer vom Flüchtling, ja? Das mag sein, aber der Mann flüchtet aus Syrien, aus dem Krieg, der flüchtet aus dem Gazastreifen, wenn er denn rauskommt, aus dem Krieg, und ist dann im nächst sicheren Nachbarland mit dem legalen und dringend notwendigen Status des Flüchtlings, des Kriegsflüchtlings. Wenn heutzutage ein Syrer beschließt, und ich meine das jetzt nur stellvertretend, das gilt natürlich auch für einen Peruaner, nur davon kommen nicht so viele, wenn also heute ein Syrer beschließt, sein Land zu verlassen, steht ihm das natürlich frei. Wenn er beschließt, woanders hinzugehen, auch in Ordnung. Nur wenn man dann in Österreich in die Vollversorgung kommt, auf Kosten der Steuerzahler, die, wie wir heute festgestellt haben, bei so einem Projekt von der Politik überfahren und nicht informiert werden, dann sehe ich da einfach für die Zukunft Handlungsbedarf. Zum einen, dass wir es als Menschheit schaffen sollten, Kriege bleiben zu lassen. Zum anderen, dass wir vielleicht auch uns darauf zurückerinnern, dass wir als EU-Nachbarländer haben, die
keine Flüchtlinge aufnehmen. Und ich kann einfach immer noch nicht nachvollziehen, warum die österreichische Regierung für die eigenen Leute noch nicht mal einen Infoabend Zeit hat. Allerdings für betreutes Wohnen in einem Quartier schon Geld hat. Und damit übergebe ich an Roman, während ich immer das Bonbon reinhaue. Der hält nämlich jetzt hier nochmal in nächtlicher Stille diese ruhige, friedliche, leise Siedlung fest. Und genießt dabei noch einen letzten Zug an seinem Räucherstäbchen. Und damit sind wir dann nach Romans mahnenden Worten, oder was immer er sagen wird, ich weiß es noch nicht, für heute fertig, weil wir haben in den letzten Tagen viel geschwurbelt. Zur Erinnerung, Sonntag über 10 Stunden Bearbeitung des Neos oder der Neos-Videos. Gestern? Wir haben viel mehr vor. Gestern waren wir im Rockhaus, privater Natur, und haben so ein bisschen was gemacht. Und ja, heute schon wieder unterwegs, also 3 Tage in Serie. Irgendwann sollte ich vielleicht mal mehr schlafen. Ja. Während der Roman da macht, fällt mir gerade noch was ein. Ich habe da noch eine Idee. Wir kommen ja nicht so oft hier in die Ecke. Und einfach weil es so schön passt, weil ein weiteres Ding im Argen liegt, wo die Politik über die Bürger wahrscheinlich drüber fahren wird, machen wir ein bisschen Aufklärungsmaterial für die Bürger. Die Großen habe ich heute nicht mit, aber vielleicht werden die Kleinen nicht so schnell runtergerissen. Oder der Frost tut's. So. Zwecks Klimaerwärmung. Mit der Hurbler. So. Roman, du musst die Kamera auf dich drehen. Somit möchte ich doch einmal vielleicht ein paar Anregungen weitergeben. Diese Anregungen habe ich schon damals im Video gemacht, wie es zur Demo ging am Platzl. Das war so ungefähr vor 2 Jahren. Ich werde es einblenden, dann werden wir es genauer wissen. Da ging es um das Refugee-Welcome-Thema. Da hat unter anderem, ich will doch die linksradikale Bewegung, die Grasbewegung auch mitorganisiert hatte. Da habe ich Fragen gestellt dort, wollen wir nicht einmal das Problem an der Wurzel angehen? Wollen wir nicht einmal einfach Flüchtlingsströme verhindern? Indem wir einfach mal, der Ellis hat es heute auch schon in dieser Veranstaltung angedeutet, verhindern, dass NATO-Staaten, zu denen gehört ja Österreich indirekt, sage ich mal, ja nicht dazu, unter der Fuchtel von der US-Atlantik-Brücke verhindert. Ich ganz kurz sprachlich, wir gehören direkt offiziell nicht dazu. Indirekt sind wir mit so Projekten wie Sky Shield und unserer EU-Verpflichtung, EU-Beiträge nach Brüssel zu zahlen, natürlich dabei. Richtig. Und wollen wir nicht einfach mal dafür demonstrieren, weil mehr können wir als Bürger derweil sowieso nicht machen, zu verhindern, dass wir, die NATO-Staaten, die Bomben auf diese Staaten, auf diese Dörfer, Städte so hageln lässt. Ja. Beim Vortrag von Herrn Dr. Daniele Ganser, der hat das ja auch schon angesprochen, wie oft der Imperialismus auf dieser Welt von Amerika sich voranschreitet, habe ich auch schon in einem Video über Reformen für die Welt schon vor vielen Jahren genauso dargelegt wie beim Vortrag von Daniele Ganser. Da gäbe es zum Beispiel die Station, die Militärbasis, die größte in Europa, glaube ich sogar, von Amerika, Rammstein. Nur durch Rammstein ist es überhaupt möglich, dass man zum Beispiel Drohnenattacken mit Bomben starten kann. Denn wir leben ja nicht, wie manche meinen, auf einer flachen Erde. So braucht man eine Relaisstation in Deutschland, damit dann von Amerika aus über die Relaisstation in Deutschland in den Nahen Osten diese Bombardierung stattfinden können. Ja, dann hat es auch schon in den 70er Jahren angefangen, dass zum Beispiel so Länder wie Afghanistan einen gewählten Präsidenten hatten und dann durch Geheimagenten vom CIA, sogenannte Economic Hitmans, diesen Präsidenten geputscht hatten, indem sie den Taliban installiert hatten, also fundamentalistische Islamisten, also Moslems sind gesittete Menschen wie Christen, dann Islamismus ist wieder der Radikalismus. So wurde der Taliban, später dann der IS,
gefördert, sogar installiert von seitens der Amerikaner. Darf ich da ganz kurz rein? Ganz kurz nur. Das war damals ein Land, das war ein freies Land, dieses Afghanistan, da konnten die Frauen noch unvermummt gehen, konnten genauso frei die demokratische Struktur ausleben wie wir. Sagen wir mal noch vor 20 Jahren, es besser war in Österreich, ja. Und so würde man die Wurzel des Problems lösen. Also beteiligt euch vielleicht einmal an Demonstrationen, dass man vielleicht mal die Wurzel des Problems löst und dass die Menschen gar nicht flüchten müssen von den Wirtschaftsflüchtlingen. Das ist wieder ein anderes Thema. Bitteschön. Ich wollte gerade sagen, zur Thematik Imperialismus haben wir ja eh, soweit es möglich war, weil wir nicht dort drehen durften, an Dr. Daniele Ganser Abend ein bisschen verarbeitet. Den werden wir auch mit ein bisschen Zusatzmaterial spicken und den könnt ihr euch bei uns auf Crypto.tv anschauen. Ich denke allerdings, wenn wir das globale, strategische Ding ansprechen wollen, so wie unser schweigender Sascha bei der Angelobungsrede, dann sollten wir da einen eigenen Beitrag machen, weil wir haben ja heute gesehen, dass die Stadt- und Bundesebene schon ganz viele Fragen heute nicht beantworten konnte oder wollte. Ich verweise da auch nochmal darauf hin, dass ich an den Herrn eine Frage gestellt hatte, welches Flüchtlingsquartier Bergheim von den genannten fünf war und wenn doch da auf den Gesundheitsstatus der dort Untergebrachten so geschaut wird, wie es dann sein konnte, dass es da quasi medizinische Probleme gab. Diese Frage wurde nicht beantwortet und vielleicht verstellt ihr euch die Frage, warum so viele Fragen nicht beantwortet wurden. Bleibt einfach bei Crypto.tv dran und kriegt vielleicht dort die eine oder andere Antwort irgendwann einmal geliefert und vielleicht verbreitet ihr die dann und teilt die auch und ja. Da möchte ich eben jetzt noch den Schluss abgeben, was ich noch nicht erwähnt habe. Wie gesagt, ja, diese Sendung werden wir unbedingt einmal machen, was Elvis jetzt gerade angesprochen hat. Wobei eben die beiden Videos, Reformen für die Welt, was ich vor Jahren gemacht habe, und auch dieses Refugee Welcome Video, da habe ich das auch alles schon vollumgänglich erklärt. Das werden wir noch ein bisschen mehr vertiefen mit den Elvis. Eine alte Dokumentation vom ORF möchte ich auch noch ans Herz legen. Da hat ORF einmal doch eine Glanzsendung gebracht. Diese Sendung werde ich auch verlinken. Diese heißt die in den Fängen der Wirtschaftsmafia. Da wird man, da sieht man dann, wie auch CIA-Agenten, legitimierte Präsidenten destabilisiert werden, indem sie bedroht werden mit ihrem eigenen Leben, wenn sie nicht nach der Fuchtel der Amerikaner ticken. Und die Sendung werden wir machen, da freue ich mich drauf. Und die werden wir dann wahrscheinlich irgendwann noch machen müssen vor dem 17. Februar, weil dann ist ja quasi der Digital Services Act aktiv und wir werden gar keine Videos mehr machen. Aber für die 25 Zuschauer, die uns jetzt dieses Video mal angesehen haben, vielleicht wären es sogar 50, vielleicht sogar 100. Wenn es stark geteilt wird, schaffen wir vielleicht sogar die 300er oder 500er Marke. Dann ist das ganz toll. Ich mache jetzt, nachdem wir es bei noch hellem Tageslicht erwähnt hatten und es jetzt inzwischen merklich dunkler ist, den Hinweis, ich habe gesagt, wir werden eventuell noch zu dem besagten Gebäude schauen, um zu festzustellen, ob man dort mit einem Betroffenen sprechen kann. Nachdem das Ganze, wie wir heute aber diesem Infoabend, der zu spät kam, entnommen haben, ist da aktuell noch Umbauarbeit, das heißt, da wird jetzt gar keiner da sein. Also nein, wir unterschlagen der Gegenseite nicht die Möglichkeit eines Interviews, sondern wir beenden unser heutiges Video an dieser Stelle einfach damit, weil da jetzt keiner mehr da ist. Genau. Und damit sind wir raus. Gehabt euch wohl. Der Roman würde sagen, gehabt euch wohl. Ich stelle einfach wieder mal fest, so funktioniert Politik. Wenn der Bürger nichts tut, dann wird da drüber gefahren. Dies ist jetzt was, damit wünsche ich euch süße Träume. Ciao mit also, au. Weil es bei uns jetzt gerade dunkel und am Abend ist, falls ihr das Video am Tag seht, trotzdem weiterschlafen. Baba. Tschüss.